viele Schweizerinnen und Schweizer ist Corona etwas Ähnliches, auch das ist völlig unerwartet gekommen. Und man sieht es an ihren Masken, wir sind auch jetzt noch immer mit dieser Krise am Kämpfen. Und Corona zeigt, es lohnt sich, vorbereitet zu sein auf die Eventualitäten von der Zukunft. Denn nur dann kann man irreparable Schäden, größere Schäden verhindern oder zumindest minimieren. Aber auf welche Eventualitäten von der Zukunft sollen wir vorbereitet sein und mit welchen Mitteln sollen wir das machen? Natürlich, ein Kampfjet bringt nichts im Kampf gegen das Coronavirus. Aber nur wenn wir heute in der Schweiz eine Krise haben mit dem Coronavirus, heisst das nicht, dass die nächste Krise der Schweiz auch wieder eine Pandemie ist. Die Geschichte ist diesbezüglich ein plus-minus guter Ratgeber und manchmal in gewissen Krisen sind wir dann auch im Kampfjet besser als im Impfstoff. Ich glaube, ich bin überzeugt, nicht nur ich glaube, ich bin überzeugt, dass wir in der Schweiz sollten für alle Situationen den richtigen Schutz haben. In dem Sinne noch ein ganz herzlich willkommen zum heutigen Podium. Ich möchte an dieser Stelle ganz, ganz herzlich die Nationalrätinnen und Nationalräte vorstellen. Begrüßen bei uns Fiana, Riesenseiler Graf, Mariona Schlapper und der Nationalrat Hans-Peter Portmann. Ebenfalls ganz herzlich begrüßen den Dorfkommandant Thomas Süssing und den obersten Generalstab Peter Merz. Sie werden dann vorgehen, ein kurzes Input-Referat haben. Und ebenfalls begrüßen unseren Moderator von der NZZ, den Georg Hässler. Bevor ich das Wort an Herrn Süssing gebe, möchte ich gerne die beiden Herren Süssing und Merz ganz kurz vorstellen. Sie haben einen beeindruckenden Lebenslauf und ich möchte selbstverständlich nicht die ganze Zeit vorlesen. Wir würden zuerst am Schluss diskutieren über Politik, aber ich glaube, es sind wichtig, zwei, drei Stationen in den näheren Leben kurz zu betonen. Herr Süssing, Sie wissen, das ist Chef von der Armee, also er hat das ganze Departement Verteidigung unter sich und ist direkt unterstellt Bundesrätin Viola Amherd. Was ich sehr beeindruckt und was ich sehr vorbildlich finde, ist, dass Herr Süssing nicht nur eine militärische Karriere angetreten, sondern eben auch eine zivile. Er hat nämlich lange für den Finanzbereich gearbeitet, für die UBS, CS, Fondsbank, Weltbank, ist auch in der Funktion an verschiedenen führenden Positionen auch im Ausland tätig gewesen. Und parallel dazu, also mit dem Offizier auch heute, eine Karriere angetreten bis zum Ost im Generalstab. 2015 hat sich der Herr Thomas Süssing entschieden, den Berufsmilitärweg einzuschlagen und ist dann in den Berufsoffizierskorps eingetreten, ist Brigadier zum Brigadieramt und hat dort das Kommando von der Logistikbrigade bekommen. 3 Jahre später ist er Divisionär geworden, also Divisionär Beruf geworden und dann noch 2 Jahre später, 2020, zum Dorfkommandant und Chef von der Armee. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr für dieses Referat. Dann noch ganz kurz noch zum zweiten Referent, Peter Merz. Der Herr Merz hat seine berufliche militärische Laufbahn vor allem mit der Militärflügelei gewidmet. Sie sind 1990 ins Überwachungsschlager von der Luftwaffe eingetreten in Hübendorf. Wir sind gerade gestern in der Hirbusammlung in Hübendorf gehabt. Das ist, wo Sie heute angefangen haben, noch etwas anders zu und hergegangen als heute. Und früher ein Jahr weg. Sie haben dann die verschiedenen Ausbildungsschritte gemacht zum Kampfpilot, sind dann aber auch selber in der Schullehrer geworden. Sie sind Mitglied von der PC7 Kunstflugstaffel und dann auch Leiter von dieser Staffel. Sie haben verschiedene Kommandos eingetragen, die F-18 Staffel im Ausland im Einsatz, also in der Auslandkampagne gehabt. Und sie sind seit 2015 Chef von Operationen und Planung vom Luftwaffenstab und 2017 aber Projektleiter vom neuen Kampfflugzeug geworden. Also Sie haben direkten Zugang zum heutigen Thema. Und ich nehme gerade schon etwas vorweg, wo so im Sie mit Ihnen, Herr Merz, noch nicht reingestanden sind. Sie werden nämlich per 1. Juli 2021 Kommandant von der Luftwaffe von der Schweiz und befördert zum Visionär. Also wir können da schon etwas verlängern von uns hier und ich gratuliere an dieser Stelle und Herr Heissel, ganz herzlich willkommen. Und jetzt möchte ich mir einmal so, und Herr Süssing, das Wort geben. Ja, die Nationalrätinnen, sehr geehrte Nationalräte, geschätzte Kameraden, sehr geehrter Herr Bösch, besten Dank für die Initiative, geschätzte Damen und Herren,
als Zürcher, ausser wenn ich wieder in Zürich war, habe vor 40 Jahren schon eine kleine Geschichte in diesem Haus da. Ich war damals in der Fadi in Glocki. Ich bin so früh in Glocki gekommen, dass ich noch ganz klein war. Mein Vati war in Suri. Ich habe mich gefragt, was soll denn nur so eine Frage gewesen. Ich freue mich, dass ich jetzt auch ein Thema mitgebracht habe. Das ist vor allem ein Wort, und jetzt auch ich möchte darüber reden, und das ist das Wort, das Warum. Es geht heute Abend um eine kleine Reise. Wir gehen in die Welt aus heute Abend. Wir gehen aber auch ein bisschen in die Geschichte zurück von der Schweiz. Und dann schauen wir die Fische und schauen, was in Zukunft kann auf uns zukommen in der Schweiz. Also nicht, ob ihr das bewusst seid, aber das ist sehr letzte Jahr im November, ist in der New York Times, ist ein Artikel über die Schweiz. Er hat den Titel gehabt, A Happy, Healthy Capitalist of Switzerland. Das ist nicht irgendjemand, der das gehört, sondern das ist der Michel Sharma, der hat das Buch geschrieben. Das heisst, The Rise and Fall of Nations. Das ist jemand, der die Erfahrung hat mit Ländern. Und er hat geschrieben, wenn so Länder auch vorbildlich sind, fortschrittlich, dann schaut doch nicht immer auf Skandinavien in Europa, es gibt ein Land im Herzen von Europa, was noch viel besser macht, nämlich das ist die Schweiz. Die Schweiz hat ein Wirtschaftssystem, das liberal ist, das funktioniert, hat tiefe Steuern, hat ein gutes Gesundheitssystem, hat ein sehr gutes Bildungssystem. Schaut doch einmal die an. Also auch hat die nur in der Umfrage dazu gehört, weil es sind dann die glücklichsten Nationen, jetzt sind wir Schweizer weit vorne. Und wenn ich heute da reingefahren bin auf Zürich, Brandscheibenstrasse, und ich sehe das Google-Gebäude, dann bin ich eigentlich stolz, dass wir auch das geschafft haben. Nur, die Geschichte ist nicht ganz selbstverständlich, was wir gehabt haben. Die Geschichte geht zurück in das 19. Jahrhundert von der Schweiz. Hat es noch nicht am Start so ausgesehen, als dass wir mal dort an der gekommen heute sind. Am Anfang des 19. Jahrhunderts hat es die Schweiz Armut gegeben, es hat so die erste Industrialisierung gegeben. Dann 1946 hat Jeremias Gotthelf geschrieben, die Armennot. Damals, wir haben 1947 dann noch einen Krieg gehabt, der letzte Krieg in der Schweiz, der Sonderbundskrieg, dann noch ein Bürgerkrieg, der hat uns dann zum Bundesstaat gebracht, den wir heute haben, 1848. Die Geschichte ist dann kontinuierlich weitergegangen. Wir haben im 20. Jahrhundert am Anfang haben wir diese Bank gehabt, das haben wir die für Waren, für Leute. Und so richtig ist dann auch im Zweiten Weltkrieg die Raschung gewesen. Wenn man nicht mit anderen Nationen in Europa, dann sieht man ein Land, das dort vorne weggeht. Und das ist die Schweiz. Aber selbst eine einfache Stadt gewesen, eine schwierige Geschichte zum Reden von der Ausgangslage. Und wir haben dann gar keine Ressourcen, wir haben keine Unterschiede, das Einzige, was wir haben. Wir sind Menschen aus dem Land. Was hat uns dann nicht angebracht? Es sind mehrere Faktoren. Eins ist wahrscheinlich, dass wir gut sind, auch in Sachen besser machen. Also das müssen wir sein. Wir importieren, wir machen etwas daraus, wir machen einen Mehrwert und es wieder exportieren. Ein Großteil unserer Bruttosozialprodukte ist Import-Export. Das ist keine Überraschung. Ja, was wir haben, wir haben einen guten Qualitätsanspruch. Das, was wir machen, machen wir in der Regel richtig. Was wir brauchen in unserem Land, das ist Sicherheit. Und Sicherheit in mehrfacher Hinsicht. Wir haben Rechtssicherheit, das hat uns viele Konzerte jetzt in die Schweiz gebracht. Wir haben aber auch Sicherheit auf der Straße im Leben. Und das bringt auch Leute an. Und wenn man schaut, die Mitarbeiter von Google, wir haben gleich eine Schweiz, die Lebensqualität höher ist, und das sicher ist in der Schweiz. Die Frage ist natürlich jetzt, warum ist es so gekommen? Und dann kann man sagen, es sind unsere Vorfahren, die Generationen vor uns, die das alles ermöglicht haben. Zurückgehend in der Vergangenheit, dann sind es viele kleine Entscheide. Man hat nie viel falsch gemacht, man hat immer probiert, ein bisschen besser gemacht und hat sich so kontinuierlich verbessert. Jetzt stellt sich die Frage, wenn wir in die Zukunft schauen, wenn wir 40 Jahre in die Zukunft schauen, was müssen wir dann heute machen, wir, die jetzt da sind, damit wir dann die Generationen, die nach uns kommen, also etwas können übergeben. Es ist nicht einfach vorauszusehen, was passiert im Moment in dieser Welt. Ende der 90er oder Anfangs der 90er, Ende der 80er Jahre, erinnern sich nach dem Fall von der Mauer, das Buch von Francis Fukuyama, das heißt The End of History, das Ende der Geschichte und der letzte Mann. Und man hat wirklich gedacht, Anfangs der 90er Jahre, dass nachdem der Faschismus überwunden hat und nach dem Kommunismus, dass jetzt das liberale, demokratische Freiheitssystem auf der ganzen Welt mit Einzug halten und sich verbreiten. Und was für ein Irrtum, wie wir heute sehen. Damals schon in den USA hat sich der Streitkräfte in der Army haben das auch gesehen, dass etwas nicht ganz so kommt, wie man es gedacht hat. Und dann hat sich der Begriff gelehrt von der VUCA-Welt. VUCA ist der
Diversity, Diversität von Zürich und ein hybridischer Vielfalt. Wenn wir es mal müde geworden sind, 30 Jahre zurückgegangen. Und wenn man 30 Jahre zurückgeht, was sind denn all die Ereignisse gewesen, die passiert sind? Ich habe gesagt, das Oster drin, nämlich die Ereignisse werden immer heftiger und die kommen immer schneller voran. Das ist die Volatilität. Sie können es selber machen, Sie können die NZZ mal 10 Jahre zurück, das finden wir im Archiv. Wenn wir es anbauen, selbstverständlich können die Ferien machen. Wenn wir es anbauen, kann man 10 Jahre zurückgehen und dann schauen Sie mal, was vor 10 Jahren passiert ist. Wenn ich mit Kollegen hatte, die Firmen führen, die sagen, das, was heute noch Quartal passiert, ist das, was vor 10, 20 Jahren im Jahr passiert ist. Das meine ich mit Volatilität. Heftiger Einschläge und immer kürzer voran. Unsicherheit spüren wir auch, das sind die grossen Ereignisse, wenn man die grossen werden, kleinen, die grossen, er hätte gedacht, dass der Donald Trump Präsident wird von den USA, er hätte vorausgesehen, er hätte den Brexit vorausgesehen, er hätte vorausgesehen, dass sich eine Terrororganisation zum Staat erklärt oder damit zu Krieg. Das sind die unerwarteten Ereignisse, die schwarzen Schwan-Ereignisse. Komplexität, das kommt davon, dass unsere Welt immer vernetzter ist. Und es ist zugleich dynamisch. Die Vernetzung von Wirtschaft, Politik, Finanzen, das spüren wir weltweit. Und wenn in Asien etwas passiert, trifft es uns da. Oder wenn in den USA ein Nettovergleich, dann können wir uns helfen mit anderen Konsequenzen, die daraus kommen. Und dann die Leute meinen, die Vieldeutigkeit, wie schwierig das heute ist, einen Entscheid zu fällen. Man hat ja nie alle Informationen. Aber nicht so schwierig, einen Entscheid zu fällen, wenn die Zukunft nach, wie heute ist es noch nie gewesen. Ein Beispiel von dem Rückfall des Iran-Abkommen, das Atomabkommen. Wenn man schon damals nicht gewusst hat, ist es richtig falsch, dann weiss es nicht, noch nicht, ob das gut ist. Das ist die VUCA-Welt, die wir heftig haben. Dann schon, wo ich noch im Finanzbereich geschafft habe, das ist noch von der Bloomberg Terminal, da hat es große Nachrichten und Weltnachrichten und den ganzen Tag bin ich im News eingeblieben. Das dachte ich sehr, sehr richtig Nachrichten. Manchmal sitzt man dort und fragt sich, gibt es irgendein Muster in all dem? Kann man irgendwie das einordnen und dann sogar voraussagen, was in Zukunft passieren kann? Jetzt muss ich leider enttäuschen, ich habe die Antwort nicht. Kann man mit ihnen ein Modell teilen, und ich denke, es erklärt vieles, was passiert, wenn wir können anleiten können, allenfalls von so etwas zu kommen. Es sind vier grosse Kräfte wirken auf unserem Planeten und die vier Kräfte haben gemeinsam, dass sie ihre Natur exponentiell verlaufen, dass sie unsere Zukunft verändern und vor allem, dass sie sich nicht mehr aufhalten. Die erste oben links, das ist die Urbanisierung. Immer mehr Menschen leben in der Stadt. Es sind schon bei den Planeten über 50%, es sind eigentlich Schweizer über 50%, wenn wir in urbanen Gebieten leben. Es sind 80 Millionen Menschen jedes Jahr, die mehr in die Stadt ziehen und es gibt schon 300 Millionen Städte auf unserem Planeten. Besonders ist, dass 30 von denen, das sind nur Millionenstädte, das sind sogenannte Megacities. Das sind Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern. Unsere Schweiz hat auch mal 8,3 oder 8,4 Millionen Einwohner. Also es sind Städte, 30 Städte, aber mehr Einwohner haben als die Schweiz. Die Frage ist, wo sind denn die Städte? Wenn wir uns überlegen, in Europa, da finden wir gerade mal 3, da finden wir London, Paris und dann noch ein Ruhrgebiet. Ich muss jetzt nicht die beste Unterschiede machen, das ist das nicht nur sagen. Ich sage es mal gerne, das haben wir gemacht, dass die Deutschen auch etwas bekommen, dann haben wir das unsere Stadt zusammengefasst. Und dann in den USA haben wir nicht so viele, dann haben wir zwei, Los Angeles und New York. Wo sind dann all die anderen? Wo sind die anderen von euch 20 von den Städten? Und alle 10 davon sind in China. Wenn wir jetzt die Stadt nicht mehr herausfinden, weil wir es würden schaffen, alle zusammen. Das Besondere dort ist, dass mit Hilfe der Urbanisierung China gelungen ist, in den letzten 20 Jahren die Armut zu übernehmen. China hat heute einen Mittelstand von 700 Millionen Menschen. 700 Millionen Menschen Mittelstand. Man kann 10 Dollar Gegenwert pro Tag oder mehr konsumieren in einer Bevölkerung von 1,3 Milliarden Menschen. Wie vorhin gesagt, läuft exponentiell, wird unsere Zukunft verändern und man hat sich aufhalten. Das ist die Auswirkung für uns. Das ist die grösste homogene Wert auf dem Planeten. Also das, was im 19. Jahrhundert in UK war, im 20. die USA damals die grösste homogene Wert, ist in China. 2010 hat ein Unternehmer, Herr Shenzhen, das ist ein Frankfurt-Elfer, der hat 100 Millionen Menschen, das ist der Wirtschaftsmotor von China, der hat Smartphones produziert. Er hat für iPhone produziert, er hat Android-Geräte produziert und hat dann die Idee gehabt, er findet selber eins, einfach das Beste von jeder Welt. Und hat sich die Patente ausgelehnt. In China übrigens ist es ein Ehe für den Erfinder, wenn man etwas kopiert. Das wollte ich auch noch sagen.
hat er ein neues Gerät gemacht, hat es nie getauft, Xiaomi. Hat 2010 angefangen, hat bereits nach 4 Jahren, 2014, einen Jahresumsatz gemacht in China von 12 Milliarden Dollar Gegenwert. Und das zeigt die Größe von dem Wert. Und wenn der Erfinder, der Gründer von Xiaomi, China abdeckt hat, das Wert, dann geht er wahrscheinlich nicht auf Europa, nicht in die Schweiz, sondern wahrscheinlich ins Nachbarland, Indien, 1,2 Milliarden Menschen, und genauso viel zerstört. Wenn man die Weltkarte anschaut, so groß und um Singapur einen Kreis macht, mit etwa 4000 Kilometer Radius, dann lebt mehr als die Hälfte von der Menschheit im Kreis. Und ich kann einfach sagen, wir leben im asiatischen Jahrhundert. Und dann nachher noch zum Beispiel auch, was es im Sicherheitsbereich gibt. Dann der zweite Trend anschaut, die Demografie. Wir werden immer älter. Das ist sicher zu verdanken, unserem Gesundheitssystem, unserem Lebenswandel, aber auch unserem Sozialsystem. Im Älterwerden heisst bei uns in der Schweiz, wenn man bis 65 pensioniert und hat bis 83 bis zum Lebenserwachsen sind 18 Jahre. Ja, der Vorteil, das bringt auch Kosten mit sich, aber vor allem das Trend der Wirtschaft. Und ich bin sicher, das hat Ökologen drin und ich bitte dir, das zu verzeihen. Wenn man die Alterspyramide anschaut in der Schweiz, dann ist es nicht eine Pyramide, sondern es ist ein Tannenbaum geworden. Das heisst, es kommen jedes Jahr etwa 60.000 Menschen an, die in der Schweiz geboren sind. Und am äußersten Ende vom Tannenbaum, die sind so alt wie ich etwa bin, die sind um die 50, dann sind es etwa 140.000. Und wenn man jetzt schon sieht, dass jedes Jahr in der Schweiz durch Pensionierung mehr aus dem Arbeitsleben rausgehen als nachher. Und jetzt kommt das mit den Ökologen und der Wirtschaftsleistung vom Land an, kann man sagen, wie viele Menschen leben in diesem Land, wie viel man arbeitet und was ist Produktivität. Seit der Finanzkrise 2008 steigt die Produktivität nicht mehr. Und wenn jetzt immer weniger Menschen im Arbeitssystem sind, für die Wirtschaftsleistung zurückgehen und das heisst umgekehrt wieder, es ist weniger Geld zur Verfügung für soziale Wohlfahrt, für Infrastruktur, für Bildung, aber auch für Sicherheit. Und auch die Tendenz läuft im Moment exponentiell auf der Welt, da wird sich die Aufhaltung in der Zukunft verändern. Wenn man es noch global anschaut, dann kann man sagen, das ist jetzt ein bisschen statistisch nicht ganz genau, aber der Median, die ältesten Menschen leben in Japan, die sind etwa 60, dann kann man sagen, die Europäer sind etwa 50 im Durchschnitt, also die Asiaten etwa 40 und jetzt kommt Afrika, die sind etwa 30. Und wenn wir jetzt im asiatischen Jahrhundert leben, und wir haben bald aus afrikanischen Jahrhundert kommen, dann wird das Wachstum am stärksten nicht. Der dritte von diesen Trend, der ist der, der mir persönlich am meisten Sorgen macht. Barack Obama hat das Zitat zugeschrieben, dass wir die erste Generation sind auf dem Planeten, die Folgen vom Klimawandel gespürt, aber die letzte, die es noch ändern kann. Die drei Bilder, das ist der Driftgletscher, das geht ganz links, ist nach den 40er Jahren entstanden, vom letzten Jahrhundert, das geht ganz rechts, und der Gletscher noch stärker ist. Das ist in 2000 Jahren entstanden. Durchschnittlich auf dem Planeten ist die Temperatur 1 Grad wärmer und in der Schweiz, schon besonders, ist es sogar 2 Grad wärmer. Warme Luft die macht etwas im Gegensatz zu kalten Meer, nämlich sie nimmt nicht mehr Feuchtigkeit um. Das heisst, auf der ganzen Welt werden Niederschläge zunehmen, es wird zu mehr Umweltereignisse kommen, es wird zu mehr Hochwasser kommen und nicht geben. Es wird aber auch in der Zone, in Afrika, Sahara, Sahelzone, die wird sich ausweiten. Und wenn ich vorher gesagt habe, dass die Menschheit in Afrika jung ist und am meisten wächst, prognostiziert bis 2050 eine Weltbevölkerung von knapp 10 Milliarden, das sind nochmal 2 bis 3 Milliarden mehr, als Hauptwachstum in Afrika sind, ist genau die Zone, wo sich der Klimawandel sich am meisten auswirkt. Das vierte Bild, das ist die vierte industrielle Revolution. Der Herr, der uns dazu schaut, der steht für das, der steht vor allem für etwas, was zu einer Revolution macht, nämlich zur künstlichen Intelligenz. Die erste Revolution, die industrielle Revolution, war das Ersetzen von Muskelkraft durch Dampfkraft. Die zweite war der elektrische Strom und die maschinelle Fertigung. Die dritte war Informatik und Computer und die vierte ist die künstliche Intelligenz. Es ist die Zeit von Intelligenzen, es ist die Zeit wahrscheinlich in Zukunft, wo man wird überlegen, welche Intelligenz du irgendwo einsetzt. Es gibt nur eine künstliche Intelligenz, gibt verschiedene Algorithmen von frühesten Quantencomputer. Und in Zukunft ist wirklich darum gehen, wo setzt man menschliche Intelligenz ein, wo Computerintelligenz, wo Quantencomputer. Der Hertha, wenn der Auto fährt, dann nennt das ein autonomes Fahrzeug. Da haben wir vor noch nicht so vielen Jahren haben wir belächelt. Heute ist es an der Tagesordnung. In China, in Shenzhen, ist es im Straßenbild normal, dass es autonome Fahrzeuge hat. Man sieht es auch in Kalifornien, die Waymo-Fahrzeuge. Es gibt 5 Stufen, Stufe 0, wo der Mensch alles macht, Stufe 5, wo das Fahrzeug alles macht.
Und man rechnet damit, dass in den nächsten Jahren, in den Mitte der nächsten Jahrzehnte, dann die ersten vollautonomen Fahrzeuge kommen. Die Frage ist jetzt interessant, wie fahren denn die? Sind denn die so programmiert, dass man sagt, dass man 37 cm vom rechten Strassenrand wegfahren? Das würde nicht funktionieren. Das Auto fährt so, dass es immer versucht, Sensoren optimal einzusetzen. Dass die Geschwindigkeit anpassen, dass es alle Hindernisse kann erkennen und entsprechend stoppen und reagieren. Das macht es übrigens wahrscheinlich besser als wir. Da ist eigentlich kein Testosteron involviert. Wir Menschen sind jetzt allein in der Aufweisung und im Strassenverkehr. Wir haben nur schon einen Faktor 1000 könnte reduzieren, würde sich das noch lohnen. Was aber die Intelligenz macht, die wird jedes Mal dazu. Man tut sie nicht programmieren, sondern man tut sie anlernen, also man fährt mit und die Logik auf Fahrzeuge übertragen. Und jeder Fahrt kann sein Auto dazulernen. Was bedeutet denn das für uns und für unser Arbeitsleben? Stell dir mal vor, der Hersteller hat hinterher beim Schaffen einen Computer und schaut immer den ganzen Tag zu. Und irgendwann könnte er vielleicht die Arbeit, was ich nachher auch mache, er ist einfach, mache ich Bild, der schafft 24 Stunden und macht es auch immer besser. Wenn wir heute darüber reden, wir sollen in die Städte in die Jugend umgehen, dann bräuchte es wahrscheinlich auch die Überlegung, wie wir in Zukunft mit vollautonomen Fahrzeugen umgehen. Wahrscheinlich müssen wir die Gesellschaft überlegen, wie wir als Gesellschaft mit umgehen und dann immer mehr auch delegiert werden. Es gibt Prognosen, die sagen, dass es bis zum Ende von Jahrzehnten die Hälfte von allen Stellen anders ist oder höher ist. Das haben wir schon gesagt früher, das haben wir gestimmt, aber es wird sich sicher verändern und wird unsere Gesellschaft verändern. Wir haben es vorhin gesagt, es läuft exponentiell natürlich. Wenn man jetzt aus all dem, was passiert auf der Welt, ableiten, was dann das für Sicherheit in der Schweiz bedeutet. Bedrohung und Sicherheit, Bedrohung und Gefahr in der Schweiz, da mehr kann man eine eigene Grundlage haben, die politisch legitimiert ist und das ist ein sicherheitspolitisches Bericht. Es kann nicht sein, dass jeder selber seine Sicherheit und seine Szenarien definiert. Im sicherheitspolitischen Bericht ist als grösste Bedrohung staatliche Waffen und die Konflikte. Auf der Konflikt steht einzig und recht, der ist nicht wahrscheinlich, aber er ist auch nicht ausgeschlossen, dass er am Rand von Europa oder am Rand von der Schweiz stattfindet. Und wir denken jetzt auch immer in 30, 40 Jahren in Zukunft. Bewaffneter Konflikt, für uns ist nicht die Wahrscheinlichkeit relevant, sondern das Potenzial ist in Europa. Und wenn man die umliegenden Länder beobachtet, alle haben Sicherheitswahrnehmung und sagen, es wird unsicherer und gefährlicher in Europa. Und das ist ja der Grund, warum alle Länder die Ausgänge für Sicherheit verteidigen. Für uns heisst aber auch natürlich, dass das Potenzial mit dem Rüsten auf der ganzen Welt auch das Potenzial von einem Konflikt steigt. Die zweite Bedrohung, die man sicherheitspolitisch spricht, ist Terrorismus. Die Schweiz ist 2015 verschont geblieben, also jetzt verschont geblieben. Wichtig ist für die Antizipation, dass man unsere Nachrichtendienste für das Ausland schauen. Es ist auch immer schwierig, wenn man etwas verhindern im Anschlag ist ein eigenes im Nachhinein das zu beweisen. Es ist nicht so wirklich, wie es passiert ist, aber wir können vorausgehen, die Schweiz ist im Moment kein direktes Ziel, die keine Anzeichen für. Es ist wirklich ausgeschlossen, der Terrorismus, der kommt nicht gegen uns für das, was wir machen, sondern für das, was wir sind. In Frankreich haben wir gesehen, nach dem Anschlag, das französische Heer ist in die Operation Sentinel gegangen, der ist darum gegangen, grossflächig kritische Infrastruktur zu schützen, und die Ursprung viele Menschen sind. Bahnhöfe, Flughäfen, wo man Soldaten sieht, patrouillieren, was er heute noch sagt. Wo Charlie Hebdo war in Frankreich, sind 80.000 Sicherheitskräfte im Einsatz gestanden, eine kleine Gruppe von bewaffneten Terroristen, die Schweiz hat gerade nur 16.000 Polizisten. Auch von der Bedrohung weg, wenn wir im Bereich der Gefahren, dann haben wir jetzt gesehen, aufgrund von dieser Beurteilung, dann sind es vor allem Naturereignisse, die werden zunehmen. Gar mehr kann nicht die Naturereignisse verhindern. Aber sie kann die Schäden vermindern, was für das gibt. Sie kann kommen, sie kann helfen. Es fängt an bei Überschwemmungen, das kennen wir schon, schon so lange her, ist in Luzern eine Überschwemmung gewesen. Man nennt es vielleicht gar nicht mehr so warm, wenn es so häufig ist, das ist auch ein Phänomen von der Rückenwelle. Es sind Murgänge, es sind Brücken, die wieder aufgebaut werden. Pandemie, das steht schon lange auf der Liste, das haben wir noch nicht so gelaufen in der Vergangenheit. Pandemie. Epidemiologen sagen, das ist noch nicht die Grosse gewesen. China, damit die Menschen in China wirklich sehen, wo sie wissen, was die Lieblingsessen von den Chinesen ist. Und es ist nicht Reis. Die Chinesen machen das noch schlau, es gibt immer zuerst Fleisch, Feige und den Reis nehmen wir nachher noch zum Füllen. Die Chinesen essen am liebsten Schweinefleisch. Die Chinesen essen pro Jahr 700 Millionen Soja. Und wenn Sie jetzt sich wundern, warum das Soja so ein begehrtes Produkt ist,
Schweizer. Wenn Sie sich wundern, warum der Xi Jinping, das Volk von 1,3 Milliarden Menschen, muss die Jugend halten, warum er diversifiziert Seitenstrasse macht, im südchinesischen Meer seine Fischereiansprüche gehalten macht, dann hat es vor allem jetzt zu tun, dass das Volk in Zukunft funktioniert. Damit die 700 Millionen Säuren und Chinese New Year dann bereit sind, werden sie nicht krank werden und für das tun sie mit Antibiotika füttern. Antibiotika macht, dass gewisse Erreger resistent werden und wir hoffen, dass sie bei der Epidemie oder Bakterien schauen. Das ist schon eine Frage für die Zeit, dass aus dem Tauschhandel entsteht. Das ist etwas, was wir nicht mehr darüber sagen wollen, dann hätten wir gedacht, dass wir jetzt da sitzen mit Hygienemasken und dem alles. Dann in der Ereignis, wir kommen in den Bereich jetzt für Cyber. Wir können immer wieder, es braucht ja eigentlich keine Schwerung, kein Flugzeug, wenn die Neubetreuung ist Cyber. Es wird kein Cyberkrieg geben. Cyber richtet sich nicht gegen Armee und im Krieg, was macht. Cyber richtet sich gegen das, was am schwächsten ist in unserem Land, nämlich erstens einmal gegen unsere liberale Meinung, gegen unser Vertrauen in die Medien, gegen das Vertrauen in die Regierung. Cyber ist nicht im Krieg, Cyber hilft, bestehende Aktionen und Operationen gefährlicher zu machen. Cyber ersetzt die nicht, sondern alles wird gefährlicher sein. Die grösste Gefahr, die aus dem Staat für die Schweiz ist natürlich ein Blackout, eine Stromanlage, oder ein Blackout. Ja, wenn man 3 Tage die Schweiz ohne Strom hat, dann braucht es keine Gegenseite mehr. Dann sind wir einfach verkauft. Und wenn man da ist, gut gemacht von der AE, ist es dann helfen und schützen. Wenn wir jetzt auf die Armee schauen, was muss denn die Armee können? Wir haben vorhin schon gesagt, sie muss können helfen, sie muss können schützen und im Notfall muss sie auch können kämpfen. Unsere Armee sind ja Bürgerinnen und Bürger in Uniform und einen besonderen Dienst machen für die Sicherheit von uns allen. Das ist etwas, was uns unterscheidet. Das gibt es auch wenige Orte auf der Welt. So. Das sehen wir jetzt auch ein paar, dass es Miliz gibt. Wenn etwas passiert, dann kann man es aufbieten. Im März vom Corona-Aufgebot sind 91% von allen Aufgeboten eingeloggt. Das heisst, wir haben das, und es funktioniert. Mobilmachung hat gut funktioniert innerhalb von einer Stunde. Die, die das SMS bekommen, haben 80% geantwortet. Die Frage ist jetzt nur, was wollen wir denn jetzt vermitteln, dass sie den Auftrag erfüllen können. Und Hygienemasken, die können keinen Cyberangriff verhindern. Computer können keinen Brückenbauer in den Erdrutsch. Genietruppen, die können keine kritische Infrastruktur schützen und Infanterie kann uns auch die Luftraum nicht schützen. Unsere Armee ist das Gesamtsystem, das vor allem braucht, weil es für alle Eventualitäten in einer Welt unsicherer wird, muss vorbereitet sein. Das Kampfflugzeug heisst das 3 Sachen. Das sind ja die 3 Argumente, man kann sich die nur merken. Das erste geht es ums Herz. Im zweiten Argument ums Portemonnaie und beim dritten dann um den Kopf. Also der Kopf, wichtig ist das. Im Herz geht es darum, dass nicht die Armee, der designierte Kommandant der Luftwaffe, wenn er nachher über das Flugzeug geht. Er braucht keine neuen Flugzeuge. Die Flugzeuge sind dazu, um unsere Bevölkerung vor Gefahren aus der Luft zu schützen. Das ist das Herz. Die Flugzeuge sind dazu, um auch in Lagen von erhöhter Anspannung, wenn es am Rand von Europa Krisen oder Konflikte hat, oder am Rand von der Schweiz, unsere Souveränität und Neutralität zu behalten. Glaubwürdig zu sagen, wir sind neutral und das ist unser Gebiet. Das ist auch Herz. Zweites Formel, die Ausgaben für das neue Kampfflugzeug, die sind ordentlich am Budget. Wir sind budgetiert. Wir haben 20 Jahre Erfahrung jetzt mit der F-18. Wir haben jede Ausgabe im SAP-System erfasst und wir können bei jeder Schraube sagen, was sie kostet. Und wir können voraussagen, die Wartungskosten und die Lebenszeit ist etwas Doppelte vom Neuwert. Aber auch die Wartungskosten sind in diesem Budget, in diesem Programm. Das Geld, das fehlt nirgends sonst. Und das ist eben, wo wir die Firmen, das kennen Sie, die Balance Scorecard, wo wir auch den Staat als Balance Scorecard anschauen und auch Sicherheit hat Sinn am besten Preis. Der dritte Grund, der Kopfgrund, unsere F-18, die haben ein Verfalldatum, ein M-Data, die sind 2030 nicht mehr weiterzuverwenden. Ich möchte schon mal jeder sagen, was ich nicht sage. Wenn wir dann 2030 die Flotten ersetzen, und dann für die nächsten 40 Jahre eine Flotte haben, so eine Beschaffung geht etwa 10 Jahre. Und wenn wir dann 2030 so weit sind, dann müssen wir heute anfangen. Besten Dank. Ich stehe gerne noch für die Fragen zur Verfügung. Applaus.
Frage jetzt bitte. Ich höre Sie gut. Der Rest kommt jetzt in die andere Runde auch hören. Ich habe nur eine Frage. Kurz eine Stelle zu sehen, oder? Wann haben wir 6 Milliarden bewegt? Die 6 Milliarden Frage ist ja die lange für die Flüge. Die kurze Antwort ist ja. Weil es ist ein Kostendach und es sind noch 4 Anbieter, die kennen sie die 4, zum Beispiel auf Häufigkeit sind es noch 4. Es ist auch nicht so, dass man eine Katze im Sack kauft, sondern auch 4 Katzen im gleichen Sack. Die Frage ist auch, wie wir das müssen. Und wir nehmen die raus, und die Anforderungen und dann am besten erfüllt. Aber eine Anforderung an die Hersteller ist, in der Offerte, die dann im November kommt, ist, dass die 6 Milliarden da rum sind. Das ist ja so. Genau, es gibt Offset. Im Offset ist über die 60% Offset, wenn man über die 3 Sprachen geholt und das Land verteilt. Es gibt im STIP, das ist eine sicherheitsrelevante Therapiebasis in der Schweiz, dass die Katalog von Firmen unterstützt werden. Es geht von grossen Industriefirmen bis kleine Softwarefirmen und auch Firmen im Bereich Sensorik. Prima. Ja, danke für die Frage. Eine wichtige Frage an Frau Kommandant Süssi. Bitte. Ich bin also schon aufgestanden auf der Mittelrichtung. Du hast ja wieder mal gefragt. Wieso ist ausgerechnet das Flug, das man vor ein paar Jahren kaufen wollte und jetzt nicht mehr an? Die Frage ist, das Flugzeug, das man vor ein paar Jahren kaufen wollte, warum es jetzt nicht mehr in der Evaluation ist. Ist es so, dass der Typ, den man damals kaufen wollte, der schon hergestellt und fertiggestellt war. Den hat man nicht genau so, wie wir dann wollten, können probefliegen. Man hat den Saab wieder eingeladen, als einer der 5 Anbieter. Und bei den Tests, in der Simulation und in den Flugtests, hat sich dann Saab selber daraus genommen und ist nicht angetreten zu diesen Tests. So ist das entstanden. Die Firma, die bei uns waren, haben die Tests verlaufen. Ich muss sich vorstellen, wenn man den Entscheid, und ich bin jetzt kein Spezialist für die Luft, und ich bin froh, dass ich den Entscheid habe, am Schluss sind so unsere Spezialisten der Luftwaffe in der Armlosswiss und werden die Kriterien auswerten, die Kriterien, die grosse Breite, im Einsatzspektrum vom Flüger, da geht es aber auch um den Lebenswerk vom Flüger, es geht aber darum, um mögliche Partnerschaften. Aber am Schluss ist es ein politischer Entscheid. Fähigkeit.
Möglichkeiten zu evaluieren, wie viel kann man für das ausgeben. Und es gibt dann nichts Möglichkeiten. Und selbstverständlich ist am Schluss das Gesamtbudget, und das ist auch ein politischer Entscheid, der dann sagt, wie viel von was man muss machen. Das ist nicht eine einfache Antwort, ich weiß. Das ist aber schon so ein neues Cyber. Da haben wir angefangen mit 2003, das ist ein kontinuierlicher Aufbau, da habe ich kleine Betriebe, und werden 2024 ein Cyber-Kommando bilden in der Armee, für die Bildungsunterstützungsbasis. Und ja, das ist eine Aufgabe, die dazukommt. Cyber ist nicht billig, wenn die Systemschützer, die wir vorhin gehört haben, für das gibt es ein Programm für Daniel, ein neues Rechenzentrum und ein neues Netz, so dass es dann eben Ergebnissen abgeschirmt und sicher ist. Also ich verstehe die Frage, es gibt eine eindeutige Antwort. Wichtig ist auch der Fähigkeitsmix. Und das Duren überlegen, wenn eine Fähigkeit nicht so viel aufbauen kann, was braucht es dann mehr? Und ich glaube, es ist mehr der Prozess, der wichtig ist. Wenn Sie Beschaffungsanalyse, Medienkonferenz für den Ministerium anmelden, haben Sie dort auch einen Fähigkeitsdialog mit der Politik gehört. Und das steht dann auch mal angehen, soll in Zukunft nicht mehr mehr sein, nicht allein entscheiden, sondern zusammen mit der Politik. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, danke. Merci, Herr Hochmandant. Wir werden Herrn Hochmandant heute noch einmal hören im Rahmen der Podiumsdiskussion. Die letzten Worte des Obersten Generalstabs Werner Merz, designierter Chef der Luftwaffe und der Leiter der NKR für die Luftwaffe. Ich bin sehr froh, sehr verehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren Nationalrätinnen und Nationalrat, sehr verehrte Chef der Armee, liebe Damen und Herren, aber was sage auch für meine große Rufe, dass ich heute einfach sein bin, vom Projekt Neues Kampfflugzeug mit. Ich werde Ihnen erklären, was wir eigentlich machen, was unsere Auftrag ist und Ihnen den Ablauf zeigen und natürlich am Schluss auch die Fragen zur Verfügung stellen. Zuerst fange ich mit einem Zitat von einem berühmten Ingenieur, Flugzeugbauer an. Der Sir Sidney Camp, der hat den Harrier Senkrechtstarter konstruiert, unter anderem, das ist der Flieger, der Senkrecht auf dem Wagen hat. Und der hat mal gesagt, eigentlich alle modernen Flüger, die haben nicht nur drei Dimensionen, Länge, Breite und Höhe, sondern die haben auch vierte, politische. Und wo, wenn nicht in der Schweiz, trifft das zu? Also wir leben ja eigentlich in, Entschuldigung Peter, wenn ich sage, wir leben im schönsten Land auf dieser Welt, sind wir da bin ich wahrscheinlich einig. Also wahrscheinlich auch im einzigen Universum, wo wir ganz viele Flugzeugexpertinnen und Experten haben, die mitreden, mitdiskutieren und am Schluss können, mitbestimmen und abstimmen. Und das ist ja gut so, das ist sicher auch eines von den herausragenden Resultaten der Geschichte der Schweiz, so wie es der Herr Buchmann erzählt hat, schlussendlich und zum Erfolg geführt. Also was wir machen im Projekt ist, wir suchen das beste, geeignetste Flugzeug für die Schweiz. Und wir haben vier Kandidaten, die im Rennen sind. Und das muss nicht zwingend der Weltmeister in der Einzeldisziplin sein, wenn er zum Beispiel verlangt, dass man ein Pferd muss versetzen, dass man das Leiding noch anbelangen kann. Wenn er vier Motor noch fliegt, dann ist das eigentlich nicht. Es muss nicht zwingend der gleiche sein, wie zum Beispiel Führmann oder Kamera für sich aussucht. Wir haben etwa die vier Kandidaten im Rennen. Nein, ihr habt unsere Gegebenheiten, unsere Aufträge, unsere Geografie, unser Budget. Und auf die Kriterien von mir ganz reden, wir haben einen ganz systematischen Approach, wenn wir schlussendlich zum Ziel kommen, wo wir nachher nicht mehr entscheiden, sondern der Chef hat gesagt, es kommt noch die politische Unterstützung. Ganz kurz zum Flugzeugtyp. Oben links haben wir den Airbus Eurofighter. Das zeigt schon jetzt, das ist ein europäisches Produkt, das Deutschland, Großbritannien, Spanien und Italien herstellen. Ist ein Mehrzweckkampfflugzeug mit zwei Triebwerken, man kann es einsitzig haben und zweisitzig haben. Oben rechts von den Franzosen, von Frankreich, der Rafale, quasi der Nachfolger von der ganzen erfolgreichen Mirage-Serie von damals, hat alle zwei Triebwerke, kann man alle zwei Sitzungen und eine Sitzung haben. Und da ist Frankreich natürlich unser Ansprechpartner für neue Kleider, Deutschland, wenn der Flug zum Träger. Alles Mehrzweckkampfflugzeug, das kann ja nicht weggehen, weil alle zusammen sind Mehrzweckkampfflugzeug. Dann unter rechts haben wir den Superrollen, den F-18, Flugzeugkenner, die Steuerung, das D.
sieht eigentlich aus, ist aber auch ein bisschen aufgebaut, ein bisschen grösser, hat bessere Leistungsfähigkeiten, kann man auch als Einsitzer oder Top-Besitzer haben, hat zwei Triebwerkungsstände, das klassische Flugzeugträgerflugzeug, in dem wir heute haben auch. Also Kopfflug und starkes Fahrwerk, der Haken zu uns Kabel reingeht. Du kannst aber nicht dir und mir drauf schauen, aber der bringt das einfach nicht, weil er für was er kann. Und dann unter links das zweite amerikanische Produkt, Lockheed Martin F-35K Lightning II, wo auch ein bisschen exotisch im Sinne von asiatischen Varianten aussieht, oder er ist aufgebaut im Sinne von möglichst stealthy zu sein, sagen wir dem, also möglichst strahl absorbieren. Es wird möglichst nicht gesehen werden am Radar. Es gibt nur ein Triebwerk und es gibt nur ein Sitzig. Also da wird quasi ein Simulator fliegen und wenn es im Bericht hat, dann schickt es ein. Alles Mittwerk kann Flugzeug. Wir sind der Meinung, alle erfüllen es grundsätzlich, unsere Anforderungen. Jetzt ist es nur noch mal wie gut und so werden wir es. Und das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe. Aber die Aufgabe, das sind unsere Aufgaben. Und das erledigt in den Vorgängern, Kommandant Luftwaffe oder irgendjemand für sich selbst zum Dauer ausgesagt. Sondern das sind die Aufträge von der Luftwaffe abgeleitet aus den Armeeaufträgen. Die Armeeaufträge basieren auf dem Militärgesetz, basieren auf der Bundesklasse. Die Aufträge, Sie erkennen hier einen Niederlingsturm auf, helfen, schützen, kämpfen, gilt natürlich auch für uns als Luftwaffe. Und Sie wissen, es gibt nicht eine Kantonspolizei oder ein Privatsicherheitsunternehmen, das Handflugzeug hätte, die das könnte für uns übernehmen. Es gibt nur die Armee, die das macht. Und über unserem Territorium ist Luftsäule und das ist einfach irgendein Vakuum, wo jeder kann machen kann, sondern wir sind neutralitätsrechtlich verpflichtet, das ist unignoriert. Und das machen wir jeden Tag. Mit dem sogenannten Luftpolizeidienst, das ist noch zu unterstellt. Das heisst, wir gehen helfen, wenn jemand ein Problem hat. Wir gehen kontrollieren und wir gehen intervenieren, wenn zum Beispiel jemand gegen Luftverkehrsregeln verstößt. Also im Prinzip machen wir das, was die Polizei am Boden macht, machen wir jeden Luftpolizeidienst. Wir haben jedes Jahr etwa so 300 bis 400 sogenannte Live-Missions, also wo wir kontrollieren, wo wir zeigen, hey, da ist jemand über der Schweiz, da schaut jemand eine Verordnung, da ist einfach hier rum. Und wir haben etwa so 20 bis 40 Notfälle pro Jahr, wo wir wirklich gegen den Helfer, wo wir zum Beispiel in einem Flugzeug gehen, aber im Nothelfer auf einen Flugplatz gehen, landen zu gehen, oder wir holen eine besondere Sperrzone aus, wenn der Ring geflogen ist, und so weiter. Das ist der normale Friedensalltag, den wir zum Glück kennt. Aber das ist eigentlich eine Nebenfunktion. Das ist nicht der eigenste Auftrag von der Luftwaffe, von der Armee. Es ist wie ein Feuerwehr, der normalerweise dort von den Wespenresten zum Stollkasten rausnehmen oder Katzenbohren abholen. Das sind die wahrscheinlichsten Aufträge. Aber die Macht ist die Feuerwehr von den Feuerresten schlussendlich. Und das Feuerwehr ist der größte Oberanschlag von dieser Auflistung. Da gehen wir zwischen mal in die Mitte, warm der Luftwaffe. Wenn es jetzt für Krisen um unser Land kommt, dann wird die Schweiz ja alles daran setzen, natürlich zu vermitteln und schauen, dass die Krise hoffentlich wieder erlebt wird, aber sicher auch verhindern, dass wir selber mit dem Netz erleben. Und dass wir auch verhindern, dass irgendjemand unseren Luftraum missbraucht für seinen eigenen Zweck. Und für das brauchen wir natürlich Handflugzeuge, die können über lange Zeit den Luftraum zusammen mit dem Bodengeschützen verteidigen und die kommen ja, weil es braucht nicht nur Flüge, es braucht auch die, die vom Boden aus können verschiessen. Zusammen mit denen den Luftraum schützen, also eigentlich die Bevölkerung schützen und auch ein Signal nach außen senden. Hey, da ist die Schweiz, die souveräne Schweiz, die ihre Werte hat und wir werden kämpfen, bis am Schluss, wenn irgendjemand unsere Souveränität vertragen hat. Der Eintrittspreis muss möglichst hoch sein. Wir suchen es nicht, das ist klar, wir wollen es verhindern, aber wenn jemand gleich das provoziert, dann sind wir da und wir stellen dieses Einfluss. Und das ist das Oberste. Wir können mit unseren Flügern, oder wir können mit unseren Flügern möglichst robust in so einen Verteidigungsfall einsteigen und unsere Bevölkerung am Boden, aber auch die Armee am Boden schützen gegen Angriff aus der Luft. Wenn wir das nicht können, dann hat die Bevölkerung ein Problem natürlich, aber auch unsere Armee am Boden. Wir haben jetzt noch 100.000, 120.000 Armee, die geht quasi in ein grosses Fußballstadion rein, wenn wir die Arbeit nicht mehr packen. Das heisst also, die sind darauf angewiesen, dass sie am Boden können verschiedene Schwergewichte bilden, aber das können sie nur, wenn der Luftraum auf der eigenen Seite ist. Sonst machen sie keine grossen Wanken mit dem Boden. Das schwert sich kaum noch gut. Jetzt sehen Sie noch weitere Aspekte, Luftaufklärung zum Beispiel, für unsere Führung, für die politische, die militärische Führung, Informationen in kürzester Zeit geschaffen, dass man gute Entscheidungen kann.
Bundesexamen an die Unterstützung von der Bodentruppe, wo unsere Truppen am Boden können über die Distanz von der eigenen Artillerie mit Präzisionsmunition unterstützen, sondern auch mögliche Angriffe gegen die Truppen zurückhalten oder wichtige Ziele können bekämpfen. Wie sind wir denn aufgestellt? Also Sie haben die Skriptauslegung von der Aufgabe hier liegt vor. Jetzt sind wir aufgestellt. Wir haben Abenteuer und haben Flüger, noch 30 F-18, durch das 34 geschafft. Ich erinnere mich, weil in den 80er Jahren haben wir die 450 bis 500 F-18. Das kommt hier wieder zurückgegangen. Jetzt haben wir noch 30 Kampfflugzeuge. Die 26 Tiger, die auch noch rumfliegen, das sind keine Kampfflugzeuge mehr. Die sind nicht mehr bewaffnet. Das sind Sparringpartner, Aggressoren, Dienstleistungsflugzeuge eigentlich, die zugunsten von der F-18 herheben, wenn man so will, und eben komplexe Szenarien präsentieren, damit die F-18 trainieren. Dann haben wir elektronische Kriegsführung, Störpatrouillen, die können probieren, den F-18 zu stören. Mit dem. Wir haben einen Sack hinter, den Dicker kann nachziehen, und man kann mit der Kanone draufschießen auf den Sack. Und wir haben Abflussis natürlich. Das sind, ach, ich habe natürlich gesagt, Nebenaufgaben, aber ganz wichtige sind Löhne. Sonst müsste das auch mit der F-18 gemacht werden. F-18 sind 97 eingeführt worden, also 23 Jahre sind die schon unterwegs gewesen. Die Sonne, die ich sehe, sind Klappsysteme. Klapp heisst Flieger AB. Und die sehen, wo an dieser Jahreszahl hat das Klappsystem 63 eingeführt worden, der ETI 84 und der Stinger 93. Das sind Systeme, die alle relativ kleine Reichweite und eine kleine Höhe haben, sich können fliegen. Sie sehen, das ist so symbolisch dargestellt. Und darum haben wir eigentlich heute das Prinzip der Separation. Oben sind die Flüger und unten sind die Rückgabesysteme. Und wir kommen zum möglichst in den Escape. Dann passiert hoffentlich auch nicht, dass man alleiniger abschließt oder ähnliches. Gut, das wäre so, wie wir aufgestellt sind. Und aufgrund der Situation, wo wir die Flaggsysteme anschauen, von der Jahreszahl haben und auch von der Restung, was die noch bringen, das ist nicht gerade State of the Art. Und wir können langsam ans Ende, muss man jetzt im meisten Voraussicht die Systeme ersetzen. Darum hat der Bundesrat 2017 einen Grundsatzentscheid gehabt, dass er bereit ist, bis zu 8 Milliarden für neue Flüger plus ein bodengestütztes Luftverteidigungssystem mit grosser Reichweite, ich komme noch auf, zu beschaffen. Und im Verlauf von der Diskussionen hat sich noch herausgestellt, dass der Bundesrat und dann als Parlament den Planungsbeschluss, wo wir darüber abstimmen werden, also in den 20. Welt fahren, das Konzept fahren, wo dann nur noch der Flüger drin ist, mit 6 Milliarden. Und das Bodensystem, die 2 Milliarden, die laufen einfach parallel mit dem Flugzeug auf der Zeitplatz, alles identisch, kann man sagen. Sind aber nicht einfach abgestimmt, auch von dem Plan. Also, wie soll es in Zukunft aussehen? In Zukunft sollten wir 3 Fähigkeiten haben von der sogenannten Bodengestützten Luftverteidigung. Das heisst, wenn wir immer schlagen, 60 Jahre lang, jetzt haben wir wieder müssen einen anderen Namen einführen, schlagen, ist das so geläufig. Aber Schlag greift eigentlich viel zu kurz, weil das heisst eben, Flieger abwehren. Aber die heutige bodengestützte Luftverteidigung, die muss eigentlich können alles abwehren, was daher geflogen kann. Also nicht nur Flüge, aber Helikopter, Drohnen, Cruise-Missiles, Artilleriegranaten, schnelle Munition, einfach alles, was daher geflogen kann. Und darum heißt es bodengestützte Luftverteidigung. Das sind 3 Fähigkeiten, die man abhängt. Und die 2 Milliarden, das sind die da, die grössere Reichweite. Und was heisst das? Die können bis auf 12 Kilometer oder höher, so mindestens 12 Kilometer, und mindestens 50 Kilometer weit schiessen. Das ist die Anforderung an die Selbstschüsse. Und so wie sehen Sie, der Flüger ist klar, ist immer offen. Es ist jetzt nur eine Separation, sondern eine Integration. Und da müssen wir reden miteinander, wenn die integral gleich in den Raum hineinschiessen, wie die eigenen Flüger und Flüger. Das sollte man nicht koordinieren, das kommt nicht. Dann haben wir, also das ist wie ein System, eines von 2, die wir in der Auswahl sind. Da haben wir ein französisches Samte-System und ein amerikanisches System. Das ist ein bisschen bekannter, was ich sage, was wir hören. Es sind aber noch weitere 2 Fähigkeiten, denke, die bodengestützte Luftverteidigung soll können in Zukunft. Nämlich die lokale Luftverteidigung. Das ist ein Schutz über unsere Truppen am Boden, die eben müssen mobil sein. Das gibt nochmal einen geilen Zusatzschutz, eben für diese Bedrohung, die ich vorher gesagt habe, plus eine Punktverteidigung. Das heisst, das ist dann eher eine statische Bodenruf, wo zum Beispiel ein Flugplatz, ein Kraftwerk, wichtige zivile oder militärische Infrastruktur kann schützen. Das heisst nicht, dass es drei Systeme braucht,
Vielleicht kann das auch da, können diese Fähigkeiten weiss ich nicht machen, sehen wir sehen. Vom zeitlichen her, das wird mit dem MKF-Lauf, also dem 22. ist richtig Programm. Das da kommt Ende von der 20. logisch Programm und das da kommt nicht in der 30. Und das heisst, dass ja das Absystem, außer der Rentier, die werden noch ein bisschen mitgezogen, dass wir keine Rücken herstellen. Ja, jetzt habe ich am Anfang gesagt, das bestgeeignete Kampfflugzeug in der Schweiz, was heisst jetzt das genau? Da haben wir vier Hauptkriterien bekommen, die ich Ihnen jetzt erklären und ganz viele Subkriterien, die verschwunden sind. Aber im Zentrum stellt die Fähigkeiten. Es ist klar, die Aufgaben, die ich Ihnen gezeigt habe, die können erfüllt werden von einer Flugzeugbeschaffung. Du wirst nicht mehr ein Flugzeug nicht beschaffen, wenn es die Aufgaben gar nicht klar ist. Also das steht im Zentrum. Aber nicht nur Flüge ist wichtig, sondern alles andere, was um den Flüger herum ist, ist genauso wichtig. Support, Logistik. Das ist der Personalaufwand zum Beispiel, was braucht, um die Systeme zu betreiben. Das ist der Ersatzteilaufwand, das sind zum Beispiel Serviceintervalle, da ist der Umweltschutz da drin, also Lastverbrauch, CO2-Produktion, all das und Miliztauglichkeit nicht zu vergessen, all das kommt da drin. Dann haben wir eine Box, das Hexagon links, Kooperation. Das sind alles westliche Flugzeuge, weil wir sind in der westlichen Welt geografisch und unsere Armee ist mit westlichen Systemen aufgebaut. Und die Vernetzung die ist so weit, dass man nicht einfach irgendein Produkt kann nehmen kann, irgendwann auf dieser Welt und in die Vernetzung hineinkoppeln, außer man tut selber viel Geld investieren, um das kompatibel zu machen. Das ist ein Risiko und Geld und Daten spielen. Und darum, die Absicht ist eigentlich, dass man ein Flugzeug quasi abstanden postet, respektive von dem Hersteller, das gleiche Flugzeug, das das Hersteller dann auch betreibt und nicht Schweizer typisches drin oder so wenig wie möglich, damit es eben so günstig wie möglich kann, über die nächsten 30 bis 40 Jahre betrieben. Also, die Kooperation natürlich kann, dass wir im Stand sind, mit unseren Nachbarstaaten zu kooperieren. Wir haben heute schon im Luftpolizeidienst, haben wir Verträge mit unseren Nachbarstaaten, wo wir, wenn wir so ein Flugzeug haben, zum Beispiel auf die Landesgrenze hineingehen, können wir auch weitergeleitet und weitergehen im Nachbarstaaten. Und da gehört dann ganz wichtig Autonomie rein. Wir haben die Auflage, wenn unsere Landesgrenzen geschlossen werden, zum Beispiel in einer Krise oder Verteidigungsfall, dann müssen wir mindestens 6 Monate können durchhalten mit unserem Flugzeug und als Ersatzteile und irgendetwas sicher groß. Also Kooperation und Autonomie von ich gerade noch etwas definieren. Und der dritte Punkt ist die Industriebeteiligung. Was eben darum geht, dass 3,6 Milliarden zurück in die Schweiz kommen. Natürlich, das gibt Geld und Arbeitsplätze, aber aus militärischer Sicht ist vor allem wichtig, dass wir in unserem Land das Know-how haben, die Flüge zu betreiben, zu warten und gerade zum Beispiel in so einer Autonomiephase, dass wir möglichst unabhängig sind vom Hersteller und selber möglichst mit dem Know-how in unseren Anteilen haben, die wir betreiben. Darum ist uns der Punkt eben auch wichtig. Apropos wichtig und wichtig, Sie sehen hier, was ist das, was uns auch vorgegeben ist. Im Zentrum stehen die Fähigkeiten mit 52%, dann hier 25% und hier 10%. So wie wir es in der Evaluation machen, haben wir die 7 Minuten nicht berücksichtigt. Und dann natürlich die Kosten. Nicht zu vergessen, also wenn Sie das Koordinatensystem sehen, dann kann man sagen, die 4 Hexagone mit allen Suchkriterien, die bringen den Flüger auf die Y-Achse nach oben. Je besser er ist, umso höher aufsteigt, kann man sagen. Jetzt haben wir aber die Schaffungs- und Betriebskosten über 30 Jahre, die wir analysieren. Und das tut das ganze Bündel von Qualität nach rechts über den Schmier. Und wir suchen schlussendlich den Flüger, der natürlich möglichst viel oben ist, aber auch möglichst liebling sein, möglichst optimal, also effizient ist, kann man sagen, das beste Kostenverhältnis. Er darf natürlich kein Logos haben, wie ich vorhin schon gesagt habe, muss erfüllen, aber das ist das, was wir eigentlich jetzt machen in dem Projekt. Die Erprobung, die hat stattgefunden das letzte Jahr. Am offensichtlichsten war die Erprobung, wo die Flüge in Bayern sind, 2 Wochen. Und wir haben 8 Erprobungsflüge gemacht. Mit jedem Kandidat genau das gleiche Programm. Darum ist es so wichtig, dass die in die Schweiz gekommen sind. Damit wir halt in jedem einzelnen Kandidat genau das gleiche Szenario können präsentieren können. Weil wenn wir zu jedem heimgegangen wären, dann hätte dort irgendetwas stattgefunden. In irgendeiner Umgebung, die nachher nicht vergleichbar war. Ein Radargerät zum Beispiel, wenn man das über eine Wüste oder über ein Meer testet, hat das ganz andere Eigenschaften, als wenn man das bei uns im gebirgigen Gelände zum Beispiel mit einem kalten Gletscher und einem warmen Führungswald anschaut. Dann unsere Immobilien, zum Beispiel die Kompatibilität mit der Infrastruktur, all so Sachen, haben wir wollen bei uns testen. Und was man da anders sagen, die Hersteller, die haben bis auf die 8 Flüge, die wir das Gefühl, also den Most gezahlt haben, das Flugbenzin, haben sie alles selber gemacht. Also der ganze Personalaufwand.
ganze Daherfliegen von Amerikanern natürlich über den Teich hineinkommen. Aber auch für die, die für die Deutschen und für die Franzosen einen riesen Aufwand haben, wo sie selber Aufsicht genommen haben, müssen Aufsicht nehmen, für eine schlussendlich rechnerische Grundlage von 25%. Das ist unser Ablauf. Und wir sind hier auf einem Marathon, kann man sagen. Wir sind eigentlich hier Ende 17 angefangen, ich gehe nicht hier das Detail ein. Aber jetzt sind wir hier, wo der vertikale rote Strich ist. Und wir warten eigentlich auf die zweite Offerte von der Herstellung. Sie haben den ersten schon mal eingereicht und sie haben jetzt die Chance, die noch mal zu optimieren, was die Inhalte anbelangt, für ihre Auslagen und Daten, aber natürlich auch den Preis versenden. Und da gibt es jetzt noch einen Teil. Wenn wir die rückkommen, ab dann machen wir quasi den Laden dicht und dann wird evaluiert, dann wird verglichen. Dann haben wir ein halbes Jahr Zeit bis Mitte 21. Da ist dann jetzt immer so weit, dass wir unsere Berichte können auf dem Dienstweg aufgeben als am Bundesrat. Und dort wird dann das schlussendlich entschieden, mehr oder weniger das Geld. Aber natürlich, das letzte Wort die zu den Parlamentariern und Parlamentariern ist natürlich dann die 22. Da wird das Ganze nochmal ins Nazi-Format-Wirtschaftsprogramm hineingepackt und geht dann wieder das Parlament angenommen. Das funktioniert alles so. Dann wird frühestens anfangs 23 können wir Vertrag unterzeichnet werden und ab 25 ausgeliefert werden. Dann können wir nachher mehr von 18 oben runterfahren. Und Ende 30 muss alles eingeführt sein und alle Fähigkeiten in den Kopf. Also Sie sehen jetzt, das wird also 13 Jahre lang im besten Fall. Und das ist einfach so, wie sich kleine Netze nicht vorstellen. Projektvertrag löst die für neue Politik. Da haben wir einen Planungsbeschluss, von dem habe ich schon geredet, der ist im Dezember letztes Jahr ist der vom Parlament, wir haben den Genehmigung abgehängt, wir können das Referendum ergreifen, das ist schon gemacht worden und darum findet dann auch die Volksabstimmung statt. Und selbstverständlich, alles was rechts davon ist, das ist nicht für sich zu genießen, zum Beispiel. Jetzt kommt zum letzten Thema, zur Alternative. Wir können immer ganz gut gemeinsam vorschlagen, wenn wir es eben auch machen können. Und was vorher wegnehmen, wir machen es eigentlich so, dass andere Länder noch nie machen. Sie müssen nur noch mal in Europa schauen, was die anderen Nationen so machen. Kombination von Kampfflugzeug mit bodengeschützten Luftverteidigung, das ist die effizienteste Lösung, so die Bevölkerung gegen die Reue aus der Luft schützen. Weil Flüge haben Vor- und Nachteile, Bodensysteme haben Vor- und Nachteile und die ergänzen sich gegenseitig und darum sagen sie, es gibt dann Vorschläge, was ich mache, so rum mit von den Luftraketen. Aber da muss ich sagen, die haben zuerst einen positiven und Vorteil. Der Bodenluft hat den grossen Vorteil, dass man über längere Zeit eine permanente Bedrohungskalotte quasi montieren kann, wenn ich so sagen, im Luftraum, wo sich jemand, der dort rein will, fliegen, gut muss überlegen, ob das macht. Und die können natürlich die Flüge entlasten, dann müssen permanent Flüge in der Luft sein von Luft. Sondern kann man das mit dem Bodenluft machen. Und sie haben den Vorteil, wie gesagt, sie sind sehr vielseitig in Sachen Ziel, die der Herdflüger können zu ihnen kommen. Sie haben aber den Nachteil, dass sie nicht so mobil sind im Flüger. Aber ein ganz grosser Nachteil ist, was sie nicht auf Polizeidienst können machen. Oder mit denen können sie entweder schiessen oder nicht schiessen. Aber sie können nicht einmal Raketen abladen, wo man schnell mal schauen und dann sagen, ah, nein, es ist jetzt doch nicht, die wir nicht abschiessen. Also sie können die brauchen in einer Krise und in einem Verteidigungsfall, oder in einem normalen Friedensalltag, höchstens sagen wir, bei einem Recht oder bei einem Konferenzschutz nicht zum Spiel kommen. Der Vorteil von den Flügeln ist, dass sie können Schwergewicht bilden. Die können irgendwoher in kurzer Zeit und sie können über alle Lagen, vom Luftpolizeidienst, über Aufklärung, über Luftverteidigung, als Sensor in der Luft, einfach zum Abschauen und die Daten weitergeben, bis zum Endkampf. Sie können alle über alle Bereiche umgesetzt werden. Sie haben aber noch sie brauchen eine relativ große Logistik und sie müssen zwischendurch wieder landen. Weil der Flüger muss aufgetankt werden und der Pilot muss loslegen. Aber die Ergänzung wird das einfach kompensieren. Nächster Punkt, Drohnen. Machen Sie doch Festflüge, denn das ist alles festgesteuert. Ich muss sagen, ja, es gibt Drohnen. Die Schweiz hat ja auch Drohnen gehabt, von der Reihe eine Aufklärungsdrohne. Für das werden die eingesetzt. Es gibt auch Erdkampfdrohnen, die zum gezielt Ziel am Boden bekämpfen. Und es gibt ganz neue Dinge, so Tankdrohnen, die zum Beispiel vom Flugzeugträger aus starten, wo einfach das Flügel ins Benzinfass ist, wenn man so will, wo die anderen Flügel anhängen können, wenn sie sich auftanken und dann geht der wieder vom Flugzeugträger an. Aber es gibt keine Luftpolizeidrohnen und es gibt noch keine Luftverteidigungsdrohnen. Es gibt es einfach nicht. Und auch die Staaten, die am weitesten vorgeschritten sind und die Flugzeuge noch bauen, das sind nicht so viele, selbst die bauen heute noch bemannte Kampfflugzeuge für die nächsten 3 bis 4 Jahrzehnte. Also wir sind wirklich nicht neben
ich sage, Kaffeehelikopter, der Manischheft, wenn es der Auto wäre, wäre sicher nicht unhappy, wenn er einen Kaffeehelikopter bekommt. Aber das ist ein Glück in der Panzer. Das ist ein Werkzeug für eine andere Aufgabe. Oder nur für einen Teil von dieser Aufgabe, die Ihnen sagt. Kostet etwa gleich viel, wenn es ein Kampfflugzeug ist, muss man auch sagen. Und der fliegt relativ nah und langsam den Boden an und der unterstützt die Bodentruppe mit einem Erdangriff. Und tut selbstverständlich einen guten Zweck dienen dort. Aber sie können mit dem nicht schnell, wenn sie sagen, man hat schon nur ein Verkehrsflugzeug auf 12 Kilometer abfahren. Sie können mit dem nicht schnell für die Schadenschwindung auf 12 Kilometer fliegen und dann zu haben. Sie können Luftpolizei und schon Luftverteidigung machen. Denken Sie gerade, wir haben eine Aufgabe und wir brauchen einfach das Werkzeug, dass wir unsere Aufgabe machen können. Das ist eben das Vorzeichen. Dann komme ich noch zum letzten Beispiel, zu den Trainingsflugzeugen. Das wird auch immer verwendet. Und da habe ich ein prominentes Beispiel aus der Der M346, als muss ich es nicht speziell lesen, sondern einfach zum Kategorie symbolisieren, Trainingsflugzeuge. Das sind Trainingsflugzeuge, weil sie eher zum Trainieren und zum Bilden von Piloten gebraucht werden. Und es gibt solche Derivate, die man auch nicht aufmacht, wenn man sie jetzt gerade los. Aber die Kategorie von Flugzeugen hat drei Schwächen, warum sie nicht einmal für eine Luftpolizei nicht geeignet sind. Erstens, Leistungsfähigkeit. Ist etwa 2 bis 3 Mal schlechter als von einem Kampfflugzeug. Oder anders gesagt, ist das Flugzeug, das ich nicht überschauen kann. Fliegen. Es kann zwar, also ich muss ganz präzise bleiben, wenn man alles zurückkommt und wegnimmt, und das sind Waffen, die man vielleicht nicht brauchen in einem Kampfflug, wenn man ganz hoch aufsteigt und den Flug auf den Kopf stellt und dann Vollgas an den Anflug, dann hat es fertig gebracht, überschaut zu fliegen. Das ist auch gerade so neben dem Ansetzen. Das nützt nicht. Wenn Sie jetzt in den Flügel hinhocken, am Boden noch mal das Beispiel, jetzt kommt der Alarmstab, Sie sind aufgestiegen zum Schluss ein Verkehrsflugzeug abgefahren, wo wir schon viel mitbringen. Aber selber können Sie gar nicht schneller wie das. Also wie lernen Sie das Flugzeug einfahren? Das ist einfach, man kann Physik nicht verlieren, aber man muss noch manchmal behalten in dem Sinne. Zweiter Punkt, die Flügel haben meistens keine Radar-Dinne. Da gibt es zwar eine Variante, wo einer nicht kommt, das ist im Moment noch Papierradar, oder ist jetzt gerade mehr einführen, aber das ist noch nicht operationell. Und das heisst, die meisten haben erkennen, das heisst, die Flügel sind blind. Wie wenn sie bei Nacht und bei schlechtem Wetter in die Luft oder irgendetwas finden, wenn sie selber nicht sehen. Also, das ist der zweite Punkt. Und der dritte ist die Bewaffnung. Das sieht zwar eindrücklich aus, aber ich muss sagen, die Rakete da, das ist eine Luftrakete, das andere sind Bomben, das ist ein Sensor. Die Rakete ist in der Kategorie sowieso unser 40-jährigen Liegertrag. Also wenn sie mit dem werden antreten gegen mich, mit dem modernen Gegner, dann kommt der nicht gerade Angst zu tun. Wir brauchen es auch für eine Luftpolizei. Erst brauchen wir eine Waffe, die wir können auf Abstand und bei jedem Wetter einsetzen. Und das können wir auch für uns. Und ich komme zum Schluss noch mit einem Beispiel aus dem Alltag. Nehmen Sie eine Wächterin, eine Polizistin, Grenzwächterin oder Grenzwächter, die einen Schutzdienst macht mit einem Schutzhund. Was haben die für eine Hunderasse in der Regel? Zum Beispiel ein Schäferhund, ein dänischer Schäferhund, ein deutscher Schäferhund, ein Rottweiler oder ein Wiesenschaf, etwas in dieser Kategorie. Wieso nennen sie so einen Hund? Weil der die Größe, die Stärke, die Schnelligkeit hat, weil er gnädig ist, weil er eine Waffe dabei hat, die unter Umständen braucht, weil er Sensoren hat, die genau auf das ausgerichtet sind. Weil das Instrument ist, die respektive Zeit für den Einsatz zu machen. Jetzt nehmen wir den. Das ist auch gut. Und ich glaube, Chihuahua da nicht irgendwie respektiv. Der ist viel günstiger in der Anschaffung. Der ist viel günstiger im Unterhalt. Man kann sogar ein bisschen umspringen und kann auch noch bissen, aber sie können es nicht gebraucht. Und es ist genau wie es da in uns geht. Es geht um die Aufgaben und sie sprechen die Rechte von mir. Kommen wir zum letzten Folie, kurz zusammengefasst nochmal. Aus unserer Sicht gibt es keine Alternative und wir sind nicht die Einzigen. Es gibt keine Alternative zum Flügel und Fortschritt. Was wir haben, ist veraltet oder wird es mal sein. Denken Sie an die Flaksysteme von 63, denken Sie an 40-jährige Tiger, an 23-jährige F18 und an die lange Zeit, die es braucht, um so etwas zu sparen. Und jetzt geht es nicht mehr in 14 um einen Tiger-Teilersatz, sondern es geht jetzt um einen Totalersatz. Also wenn wir wirklich von entweder haben wir noch Check nach 2030 oder wir haben nicht mehr. Und wenn wir nicht mehr haben, dann müssen wir einfach sagen, ja, dann haben wir einfach die Körper in unserem Geschütz gegen die Leute etwas zu tun. Das ist einfach eine Erkenntnis. Und Finanzen habe ich nicht bloß erwähnt, aber der Herr Rami hat schon abgegeben. Die Armee muss sich selber zusammensparen. Wir können ja nicht einfach mehr Geld über, viel mehr Geld über, sondern wir müssen selber schauen,
wir sind uns auch nicht interessiert, dass wir einen teuren Flügelposten im Unterhalt viel kostet. Du hast den Rest wir sind selber interessiert, den günstigen Flügelposten nicht nur kaufen, sondern auch betreiben und das von Anfang an gewünscht. Wenn Sie vom VGSVP Informationen nennen, können Sie auf die Homepage schauen. Das ist immer aktualisiert und hat auch Dokumente drauf, mit den Informationen, die ich Ihnen gesagt habe. Und ich danke Ihnen auch im Zentrum stört ihr heute Abend, meine Damen und Herren, meine Gäste, meine Freisinnige, der grösste Teil des Gesprächs werden Fragen sein, die an euch gehen, die ihr den Podium teilnehmen und eben auch der anwesende Experten, die uns in der Anstatt Merz und auch Manege, die wir dann stellen können. Ich habe im Zentrum denke ich von der Diskussion nicht quasi die PR-Argumente abzuarbeiten, die wir alle kennen von Sicherheit zu Kampfschirm, nein, sondern ich werde probieren, es wird verklickt, ein Klick auf die strategische Ebene zu kommen, das Land muss eine Strategie-Debatte führen, auf die strategische Ebene zu schauen, ja, für was tun wir denn die Kampfschirm genau? In welchem Umfeld in der Bewegung sind und ich könnte einen sicherheitspolitischen Diskurs ich tue jetzt in der Reihenfolge meine Gäste auf Bühne bitten und sie jedes mit einem kurzen Zitat vorstellen. Priska Seeler-Graf ist Nationalrätin von der SP, das Quotenmitglied von der Sicherheitskommission. Sie sagt auf Twitter, was kosten die neuen Kampfjets in Zukunft wirklich? Man weiß es nicht. Warum sage ich Nein zu diesem Plattprojekt? Das ist ein Fakt. Mariosa Schlatter von der Grünen, Nationalrätin, auch aus Zürich, Mitglied von SIG. Eines von euren Statements ist, Kalter Krieg war gestern. In Zeiten der Virus- und Klimakrise die Jahre mit Kampfjets einzusetzen, ist absurd. Herzlich willkommen. Denn Doris Fiala, muss ich eigentlich nicht vorstellen, in einem Jahr, ist FDP-Nationalrätin, Mitglied von SIG. Und er hat kürzlich dem Bundesrat die Frage gestellt, warum nicht auch die Luftpolizei ist. Da reden wir darüber und werden auch versagen. Haben wir gesprochen? Bitte schön, das ja. Was wird noch dies? Hans-Peter Portmann, Nationalrat FDP, ehemaliger Führer-AG-Obst, wie das jetzt Bundesobst heißt, weiß ich nicht, Mitglied der Außenpolitischen Kommission, der hat eben gesagt, gemäß in den Medienzitat, dass sie die 100% einstellen, dass die Bundesbank die Bodenluftverteidigung kann man griffen, zumindest teilweise ersetzen oder ergänzen. Dann haben wir über gemäß Medienbericht der Luftverteidigung in die Fassung geschrieben oder darüber zu. Ich glaube, jetzt haben wir sehr viel gehört, warum die Kampfjets wichtig sind, die Multi-Role-Fighters für die Schweiz. Ich werde aus diesem Grund das erste Mal jetzt die beiden Gegnerinnen auf dem Podium von der Neuanschaffung Ausgiebung zu Wort haben. Ich habe vorhin gehört, wo es um den Schäferbund ist, das Chihuahua gegangen ist, jetzt ein bisschen Programm. Euch fragt, der ich euch für eine Art Möglichkeit gesagt, das stimmt auch nicht, und er wird es sagen. Ja, guten Abend miteinander. Es freut mich, dass wir doch auch zu Wort kommen und dass Sie sich auch bemühen, auch unsere Argumente anzuhören. Ich hoffe sehr, dass auch wenn wir wissen, es wird schwierig da rein, vielleicht doch mit dem einen oder anderen Argument auch überzeugen können. Ja, es ist etwas schwierig jetzt. Wir haben jetzt wirklich so eine halbe Stunde so in den Werbeblock gehört vom VW. Und mit vielen Sachen bin ich einverstanden, mit ganz vielen aber auch nicht. Und es ist schwierig jetzt, wo anzusetzen.
haben mir jetzt aber den Ball zugespielt, Herr Hässler, ja. wegen dem Leonardo. Da wird es ja gleich etwas zu dem Leonardo sagen, weil ich gar nicht sagen zum Leonardo. Aber wir haben eigentlich jetzt auch gleich etwas zum Leonardo. Also erstens hat SP ja sich Mühe gemacht, das Alternativkonzept auszuschaffen, und nicht einfach Nein sagen, sondern hat überlegt, was könnte adäquater und günstiger sein in der Schweiz, und hat viel Energie, Mühe und auch Geld investiert, das kann ich Ihnen sagen, und wir meinen das sehr ernst. Wir haben es nicht nur ernst genommen, hätten wir die Mühe nicht auf uns genommen. Der Leonardo, der jetzt immer zitiert wird, das ist ein Beispiel von einem leichten Kampfschiff, das muss überhaupt nicht, der Leonardo ist aber keine Aktie drin, überhaupt nicht, das ist einfach ein Beispiel, das der gibt. Und wenn Herr Merz jetzt natürlich da den Chihuahua zeigt, oder, und wir haben gar nicht richtig bewaffnet und ist ein Trainingsflugzeug und fliegt da zu wenig hoch. Ich meine, ich rede von der Fighter and Attack-Version und sicher nicht von der Version, die Sie jetzt gesagt haben, wo man eben so kann bewaffnen kann, mit Zeitwinter, mit MRL, Luftraketen und so weiter. Ich glaube, das lange für die allgemeine Aufgabe in der Luftpolizei verdienst, zu jemandem, der den Transponder abgestellt hat, hat mir Angst gemacht, damit er sich wieder anständig benutzt. Wir reden von dem, und wir reden sicher über den Trainingsflugzeug. Wir reden von dem Flugzeug, wo 1075 km pro Stunde fliegt und wo in 2 Minuten 13.700 Meter, also 200.000 Fuß ist. Von dem rede ich. Und nicht einfach wirklich von einem reinen Trainingsflugzeug. Aber wir können das sicher noch zurück in der ganzen Kaderroutine. Ich würde auch die Frage stellen, was soll denn die Luftwaffe für den Luftraum dazu? Ja, ich glaube, das ist die interessante Frage. Danke vielmals, Herr Hässler. Ich glaube, da divergieren auch mit Meinungen. Ich glaube, wir sind so einig, wir haben auch nicht unbeschränkt Geld zur Verfügung. Das ist nicht nur bei der Armee so, das ist überall so. Wir haben jetzt sehr viel Geld ausgegeben in der Corona-Zeit. Verstehen Sie mich richtig? Das ist auch richtig, es steht voll dahinter. Aber das wird natürlich Spuren hinterlassen, und dann wissen wir ja auch nicht, wie es weitergeht, wenn wir ehrlich sind. Und, mich müde Prioritäten sind, das müssen wir überall machen. Wir können uns leider nicht wirklich zu 100% auf jedes Szenario ausrichten. Das geht nicht, das geht finanziell nicht. Und dann denke ich mir, ist es legitim zu sagen, ja, wir sind dann die wahrscheinlichsten Szenarien und auf die müssen wir uns ausrichten. Und in dem Fall, also ich nehme an, wenn man genügend Anzahl Kampfjets hat, dann geht man davon aus, dass man auch den Luftkehr im eigenen Luftraum hat, dass man angegriffen wird von anderen Kampfflugzeugen, der Verteidigungsfall. Und den halte ich jetzt persönlich nicht wahnsinnig realistisch. Halte ich übrigens auch den Bundesrat nicht für sehr realistisch, da ja das Flugzeug müsste in der robusten NATO-Ring, wo ja wahrscheinlich unsere Freunde sind, durchdringen und dann bei uns sind. Und noch etwas, und da rede ich jetzt gerade noch recht schon. Kleinheitshaft, dass der Armee ist. Ich kann den Chef von der Megapolie sitzen noch fragen. Im Fall von einem Angriff, den ich unwahrscheinlich habe, einen militärischen Angriff, wo wir wirklich unsere Flugzeuge, auch andere Flugzeuge, für die Verteidigung brauchen, da haben Sie selber in der allgemeinen schweizerischen Militärzeitung gesagt, dass 30 Flugzeuge gar nicht mehr lange, und das geht dazu von 30, sondern es braucht die 100, damit man das wirklich gewährleisten kann. Und dann finde ich, also ein bisschen anschaffen für den Fall, was sowieso nicht wahrscheinlich ist, das ist für mich ehrlich gesagt nicht so richtig Prioritäten gesetzt. Das ist wegen Gigs noch Gaps. Und vielleicht können Sie das ja nachher noch ausführen, ob Sie uns zu dem stimmt, dass man eigentlich 100 solche Kampfjets braucht. Die Frage von den Fähigkeiten und dem Aufwuchs der Fähigkeiten, das ist eine interessante Frage, wenn ich zurückdenke. Ich werde zu der Mariona Stadter kommen. Sie haben gesagt, dass ihr von wahrscheinlichen Bedrohungen gesprochen und von gefährlichen Bedrohungen. Wir reden hier vom Klima, wir reden von der Pandemie. Es ist von uns allen klar, dass der Kampfjet nicht unbedingt das erste Mittel ist. Nur man stellt sich die Frage, der Klima und die Pandemie, das ist ja grundsätzlich wahrscheinlich auch Treiber von Konflikten, von Konflikten, Teilkämpfe abnehmen, von Konflikten, die nicht möglich sind, nicht möglich machen. Wie werden wir dagegen helfen? Guten Abend, auch von meiner Seite. Ich möchte zuerst danken, dass Sie unsere Meinung auch noch anhören, nach dieser lange Einführung, und es ist in der Tat ein bisschen schwierig. Und am Herrn Merz möchte ich dir noch etwas auf den Weg geben. Gehen wir auf eine Volkssache, weil wir nicht lernen, dass wir andere Meinungen auf die Sächerlichen ziehen, sondern lernen, dass man bessere Argumente bringt. Das ist für mich ein bisschen eine Grenzwertung. Gut, ich habe eine Frage. Die Frage ist die Pandemie und der Konflikt. Genau, die Frage ist eigentlich, also Ihre Frage ist eigentlich, Klimawandel, Klimakrise kann auch
Symptombekämpfung oder Ursachenbekämpfung. Oder nehmen wir jetzt den Risikobericht Bundesamt für Versicherungsschutz. Das grösste Risiko, das dort ausgewiesen worden ist im Bericht, ist nur ein Strommangel. Aber das hat der Süd auch schon gebracht, die Strommangel. Jetzt können wir uns überlegen, was machen wir. Kaufen wir Kampfjets, damit wir Deutschland angreifen, wenn sie uns keinen Strom liefern? Oder tun wir vielleicht unsere eigene Solarenergie so ausbauen, unsere Stromversorgung so ausbauen in der Schweiz, dass wir unabhängig sind und einen genügend höheren Eigenversorgungsgrad haben? Das ist jetzt ein bisschen vielleicht ein Bild gezeichnet, aber ich glaube, es wäre viel wichtiger, dass wir mehr in die Ursachenbekämpfung investieren und dass wir eben auch die Risiken, die da kommen, selbst mit der Klimaerhitzung oder eben mit den neuen Betreuungsformen, zum Beispiel der Zeitung, zunehmend ernst nehmen. So, der Schweiz. In dem Fall von der Grossmarktarbeit, die erste Marktarbeit. Szenario,
die wahrscheinlich gar nicht in dieser Form beitreten. Und für die anderen zivilen Aufgaben in der Luftpolizei oder auch in der Luftfahrtschutz, was sonst muss wahrnehmen, würde ja einen leichteren Kampfschiff lange. Weil man hat einfach so viel Geld. Und da würde ich einfach auch sagen, dass es nicht in den 6 Milliarden Jahren bleibt. Ich glaube, es war vorhin mal ein bisschen angesprochen gewesen. Sondern die Kampfschiffe sind nur ja sehr viel Geld, auch in der Unterhalt und Vertrieb. Es ist jetzt gesagt, dass es weniger ist. Aber praktisch, sie brauchen sehr viel. Es brauchen alle sehr viel. Und das kann man nicht ganz vergleichen mit einem Waffenflotte oder so. Das ist etwas Spezielles. Und jede Generation Kampfjet ist teurer im Unterhalt. Das bestimmt ja auch niemand. Es ist viel ab. Das ist die erste Runde, mal die Situierung von euren Argumenten. Ihr habt vorhin über die Konfliktmanagement-Möglichkeiten noch gesagt, dass wir es weiterentwickelt haben in den letzten Jahren, wie Konflikte bei uns verändert haben. Ja, ihr habt die intensive Sicherheit und vor allem Außenpolitik auseinandergesetzt, sind in Europa angesehen, haben kennt die Konfliktmanagement-Möglichkeiten vom Dialog sehr gut. Ja, die Schweiz ist aber nicht hier zum Dialog, das ist ein wirksames Verfahren. Ja, meine Damen und Herren, Herr Hässler, als erstes möchte ich Ihnen ein Statement abgeben, dass einfach null Zweifel darüber bestimmt, wo ich stehe. Für mich ist Sicherheit erste Staatsaufgabe. Ohne Sicherheit können wir im Fall vieles andere sowieso auch vergessen. Und darum finde ich die Diskussion auch ein bisschen schwierig. Ich möchte daran erinnern, heute hat der Bundesrat gerade einen Bericht durchgegeben. Sie haben es vielleicht gesehen, wenn Sie ein Handy angeschaut haben, wird der Zivilschutz massiv erhöhen. Es ist also eine Lehre aus der Pandemie, aus dem Risiko von der Pandemie, von Corona überzogen hat, wo dann auch einen guten Beitrag geleistet hat. Aber auch da, es wird schon überlegt, umfassend. Wenn man kritisch etwas sagen möchte, muss man sagen, dass die grossen Risiken, die heute alle global sind, Cyber- und Terrorismus wahrscheinlich zu wenig angeschaut werden. Aber wenn man Ja sagt zu einer Armee und mit Verlaub, wir sind ein neutrales Land, das bedeutet, wir können auch der NATO beitreten, dann gehört auch die Luftwaffe in Gottes Namen da dazu. Wenn wir keine Luftwaffe haben, wenn wir die Lufthoheit nicht sichern können, dann denke ich, wenn wir kritische Infrastrukturen nicht sichern können, würde das wirklich sehr schwierig. Und darum, einfach, dass das klar ist, ich bin dafür, dass die Armee steht. Und solange wir die Armee haben und nicht den NATO beitreten, meine ich, braucht es auch Luftwaffen, die den Namen verdient. Jetzt haben wir halt in Gottes Namen den FA-18, der 2030 drüber veraltet ist. Und der Teil, der ist das jetzt schon, also müssen wir jetzt etwas machen. Wir können es nicht warten, sondern wir müssen es machen. Und wenn man das Gesamtbudget von der Schweiz anschaut, und da sage ich jetzt sehr gerne vielleicht mal etwas zu den Linken, wenn man weiss, dass wir für die Unterstützung von der Krankenkassenprämie gleich viel ausgeben, wie für die Armee, dann muss ich sagen, ja, die Diskussion wird dann schon schwierig, wenn wir uns gegenseitig Projekte anfangen. Aber ich kann ja wissen, wenn wir mit Ruhe und Recht sagen, dass der OSZP, dass der Europarat, dass die kollektive Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr zur Sicherheit mittragen, der Land, die erste Staatsanstalt, muss vor allem. Ja, das haben wir gesehen. Also, wenn ich angefangen habe, im Europarat, das war 2008, hat es den ersten bewaffneten und kriegerischen Konflikt zwischen Georgien und Russland. Nachher haben wir die Problematik von der Ukraine gehabt. Also meine romantischen Vorstellungen zum Europarat halten sich in Grenzen. Man kann nicht meinen, dass der Europarat und die ganze OSZE die allen Respekten, die wir also von mir haben, ein Ersatz ist, dass wir eine Schweizer Armee haben und irgendwo durch Sicherheit gewährleistet. Und da meine ich selbstverständlich auch die Polizei. Also bei einem terroristischen Akt ist ja nicht primär mal die Armee gefordert, sondern vielleicht die Polizei. Aber was ich einfach noch sagen ist, der Europarat hat eine wichtige Funktion, hat uns aber auch gelehrt, wie unsicher die Welt doch in der Nähe von uns eben kann sein. Und das wollte ich noch vor der dritten Runde, ich werde mir ein Portemonnaie ins Spiel bringen. Sinngemäß kritisiert von der Zeitung, man könnte die Aufgabe der Griechenheit zu einem guten Teil auch mit dem Boden versetzen. Und das ist um die Maritime Unterfurt. Wie hätte ich das denn genannt? Das wäre jetzt gut, das wäre einfach das Thema, der Boden viel mehr tut. Ich bin gerade nur gerade der Hoffnung, dass es gerade einen guten Punkt gibt. Ja, das ist wunderbar. Man muss vielleicht im Hintergrund auch verstehen. Deswegen habe ich das ein bisschen anders gesagt. Ich bin sicher, dass ich sage, dass ich das ist der unterste Punkt.
sehr gut ergänzen und Fähigkeitslücken von diesen Gruppen allenfalls können setzen. Und sagen, und das habe ich natürlich gesagt, dass Kommandant-Einsatz Produkt, weil drei Systeme kennt, die im Einsatz gebracht hat, auch im Assistenzdienst im Einsatz gebracht hat und ebenfalls auch die neue Systeme kennt, was der Welt zu verfügen steht, was Produkt anbelangt. Aber ich muss etwas einfach richtig stellen für die Antwort, die ich gerade war. Kurz behaupten, wir haben um Europa um keinen Konflikt. Das finde ich dann schon ein bisschen gewagt. Von wohl, man sagt, wir haben ja nie irgendetwas gewagt von Leuten, die in der Sicherheitspolitischen Kommission sitzen. Wir in der ATK kennen die Karte bestens. Wir haben 15 aktuell Krieg auf dieser Welt am Tun sind, da davon die meisten an der Grenze von Europa im Mittelmeerraum. Wir haben 23 kriegerische Konflikte und wir haben 158 gewaltsame Krisen. Und wir haben nicht einmal im Kalten Krieg haben wir so viele militärische Auseinandersetzungen, die Staaten miteinander führen, an den Grenzen von Europa, wie wir sie jetzt haben. Und Gott behauptet, die Luftwaffen spielen keine Rolle. Also haben wir euch in der SIG nie mit dem Syrienkrieg auseinandergesetzt, wo man das Kalifat mit der Luftwaffe bekämpft, wo man die eine Seite versucht, den Syrer selber zu bekämpfen und umgekehrt die Syrer und Kurden bekämpfen mit der Luftwaffe. Also das habe ich einfach noch müssen richtig stellen. So du, als heute die Szenarien völlig aus der Luft gegriffen wären, das ist nicht der Fall. Und jetzt noch der Satz, es ist tatsächlich so, und der Oberst Peter Merz hat das vorher in der Suche gesagt, ja, Bodenluft könnte sehr, sehr viel. Die Frage ist einfach, wie kostet er? Und dann habe ich Ihnen natürlich gesagt, die Kosten wären viel höher, wenn Sie alles müssen ersetzen, was die Luftwaffe macht. Weil wir müssen Sandflächen, überall müssen wir Bodenluft-Feuereinheiten und Stationen haben. Und was sie nicht kann, sie kann die Luftpolizei nicht, das ist erwähnt worden. Sie haben den Luftkrieg nicht, das ist aber tatsächlich, dort gebe ich den Tristan Seiler und auch Ihnen recht, den Luftkrieg stelle ich mir auch nicht vor über schweizerischem Hoheitsgebiet, aber was ich mir vorstelle, und das sehe ich auch nicht, dass Waffenträger nämlich in 20 Minuten von Mittelmeerraum in unserem Raum drin sind, in unserem neutralen Raum drin sind, und das sind Waffenträger, und die sind sehr in einer hohen Höhe, offen, wo unsere Bodenluft nicht könnte. Und von da aus könnten die europäischen Ziele, Hauptstädte etc. könnten sie mit ihren Waffen angreifen. Und das könnte ich produzieren. So, Sie sind Warnloch, aus irgendeinem Punkt, wo ich gerne wollte sein, nämlich die Frage, was betroffen ist, für was brauchen wir überhaupt Mittel, was für Konflikte gibt es, bis das Ende. Wie sehen Sie die sicherheitspolitische Lage rund um Europa? Das ist die Konsequenz. Ich muss mich da jetzt doch noch präzisieren, weil das mal mit Volkmann so verstanden hat, dann schockiert mich das natürlich. Aber nicht so gemeint. Es gibt keinen Konflikt. Ich habe gesagt, es sind einfach nicht mehr die gleichen Arten von Konflikten, außer wie bei den Auseinandersetzungen, wie es vor 50 Jahren war. Es wird immer komplizierter. Ja, auch waffentlich, aber es wird immer komplizierter. Dass man, ich meine, das Stichwort Informationskrieg, das mit Volkmann und Russland ja hat. Meldmeister ist im Moment. Das wird einfach nur komplexer. Und so wie ich es verstanden habe, ich dürfte mich jetzt dann korrigieren, aber so wie ich es verstanden habe, denken wir ja, die Kampfjets mit dem Verteidigungsfall zu haben. Und ein Kampfjet ist aber, denke ich, in erster Linie mal ein Angriffsmittel. Gar nicht in erster Linie ein Verteidigungsmittel, sondern ein Angriffsmittel. Und ja, dann denke ich, nein, ich bin schon nicht. Wer greift uns an? Wer soll das sicher jetzt endlich einmal ein Land gehören, das uns angreift, wo du den NATO wind oder ist es NATO-Land? Das ist eine entscheidende Frage. Ich glaube, der hat auch mit dem so Wertsteuerpakt immer so ein kollektives Missverständnis. Ja, ich sehe die normale Arbeit der Luftpolizei, ich sehe den Brief mit Bildern, die man irgendwie hat, das ist ein Markt. Aber irgendwo dazwischen, zwischen der Lage und ich sage das, es ist sicher auch schon stabil in Europa, das ist unbestritten, ja. Aber ich glaube auch, die Vorstellung, dass wir jetzt allein, also wir, die Schweiz gegen den Rest der Welt, das wollte ich Entschuldigung, ich würde eine absurde Vorstellung, das ist jetzt schon so. Wir sind darauf angewiesen, dass wir mit unseren Nachbarstaaten kooperieren können. Das sind ja eigentlich unsere Gründe. Ich bin einverstanden, es geht nicht, dass wir mit
Situationen und wir sind extrem darauf angewiesen, dass wir die Möglichkeit haben, uns auszutauschen mit unseren Nachbarn. Die Luftlagebilder müssen ja austauscht werden, wir müssen vorzeitig gewarnt werden, wie unser Luftdruck ist ja viel zu klein, wir könnten ja gar nicht richtig reagieren. Und ich glaube, das ist stabil. Das sind die guten Beziehungen zu unseren Nachbarn. Das gibt uns eine Stabilität. Ob die für die Ewigkeit für immer hebt, das kann ich sicher auch nicht sagen. Aber ich würde sagen, das ist sicher der richtige Weg. Punkt Sicherheit. Als Erzählung, die Neutralisierung, die unbedingt der Gegnerin ein bisschen als guter Tanzmeister, Marion Schlatt, jetzt hat eure Kollegin gesagt, wir sind auch gerne gründen, wir kooperieren mit dem NATO. Ist die Antwort auf die wirklich unstabile Lage, die heute sagt, zusammenarbeiten mit dem NATO? Also, wir arbeiten ja mit schon zusammen, oder? Sie wissen, wie groß die Schweiz ist und wie lange es für die hat, wenn sie über die Schweiz hineinfliegt. Also, wir brauchen ja heute schon die Luftbilder, wir brauchen heute schon die Informationen von unseren Nachbarländern und auch von der NATO, damit wir überhaupt mit ihnen kooperieren. Und wir sind ja in guter Zusammenarbeit. Aber wir sind zum Beispiel ganz stark, zum Beispiel gegen die Bombe
Wie viele Milliarden geben wir aus für unsere Cyberarmee? Oder ich gebe Ihnen einen anderen grösseren Vergleich, oder? Wir haben jetzt die Armeebotschaft dieses Jahr, wo wir Material für Katastrophenhilfe erneuern. Im Rahmen dieser jährlichen Armeebotschaft erneuern wir Material für Katastrophenhilfe im Wert von 100 Millionen. Und Sie wissen, was die Klimakrise bedeutet. Und das ist nicht unwahrscheinlich, oder? Wir werden Zehntausende von Toten haben wegen Hitzetoffen in den nächsten Jahren, oder? Also, man muss schon das in Relation setzen und einfach Kernfrage wirklich stellen, wie teilt man die Mittel auf, weil es ist jetzt fast so ein Boden. Hans-Peter Bormann, kurz reagiert die ganze Bevölkerung. Ja, klar, dann kann ich nur den Kopf schütteln, so viel durch den Rand gemacht wird und weil Kern, Entschuldigung, meine Damen, aber die Kernfrage ist, tun wir den Verfassungsaufgaben von Landesverteidigung erfüllen oder nicht? Nicht, was ihr da alles so ein Bierchen müssen messen, zusammenführen müssen. Das ist mal das Erste. Das Zweite kann man nicht durch Katastrophenhilfe verdienen mit einem Flüger. Dort braucht es ganz andere Materialien, die man nötig verständlich im Flüger. Und man kann eben so tun, ich möchte gerade erinnern, dass wir jetzt die 11,4 Milliarden gesprochen haben für die nächsten 4 Jahre Entwicklungszusammenarbeit. Und dort drinnen sind genau all die Klimathemen und man kann nicht so damit tun, dass jetzt nur 100 Millionen für das weggestellt wird. Also ich habe eigentlich ein bisschen Mühe, darum schüttet der Kopf den Kopf. Und ich habe natürlich auch Mühe, und es tut mir leid, vielleicht ist das ein bisschen frech von mir oder unanständig, aber durch das, dass ich auch da ein bisschen vom Fach komme, wenn so viele Sachen da erzählt werden, die einfach nicht stimmen und wo ich finde, jemand in der Sicht sie das wissen, dann muss, kann ich einfach nicht dazu schweigen, sondern eigentlich die Bevölkerung hat das Anrecht, die echten Fakten zu kennen. Merci vielmals, der Herr Dich von der Sozialen, Herr Ezelich nicht von der Sozialen. Also ich finde schon auch, dass man dort die Bundesverfassung für Artikel 78 mal lesen und kennt hat. Es ist ja nicht so, dass man einfach uns über das im Weg setzen. Allerdings, wenn man von Sicherheit redet, und da möchte ich wirklich meinen Kolleginnen und Kollegen, ich teile eine absolute Meinung, ich finde es mit Verlauben her, sie können nicht dafür, aber das hinterletzte mir, Cyberkriminalität, als Risiko zwar identifiziert haben, aber sehr stiefmütterlich behandelt. Sie wissen das, ich habe vorhin noch gefragt. Wir reden hier von Millionenbeträgen, die man ausgibt für Cybersecurity gegenüber Milliarden von den Kampfjets. Und ich bin ja für die Kampfjets, aber dass da ein absolutes Ungleichgewicht herrscht, das hätte ich wirklich der Frau Schlatter sagen, da bin ich total der Meinung. Aber für mich würde es eben darum gehen, dass eine tut und das andere nicht lassen. Wenn man davon ausgeht, so wie ich, dass Sicherheit die erste Staatsaufgabe ist, muss man eben auch das Budget wegen der Cyberkriminalität erhöhen. Und da ist es ziemlich jederzeit mit Ihnen im Ort, wenn Sie das auch wieder versuchen durchzusetzen. Jetzt aber vielleicht doch noch etwas diesem ideologischen Nähkästchen. Es ist ja nicht schlimm, Sie in einer Demokratie braucht so wie alle, meine Damen und Herren, aber Sie dürfen schon nicht vergessen, die zwei Ladies werden den Vater mehr abschaffen. Ich glaube, das ist der fundamentale Unterschied. Also, der Schlatter auch Fallsicher, Schweiz ohne Armee, das kann man alles auch versuchen zu fördern oder auch zu fordern. Aber dann müssen wir da vorne auch wissen, mit was es mir da genau zu tun haben. Die einen, die sich klar zu dieser Sicherheit als erste Staatsaufgabe bekennen und andere, die die Armee werden abschaffen. Und dann haben wir da zwei andere Meinungen. Das finde ich, ist in einer Demokratie völlig würdig, aber es hat auch einmal müssen heute Abend gesagt. Ich werde unbedingt für den Rahmen der Schaden. Ja. Und wenn ich auch zurückgegangen zu einem Führer und gesagt habe, demografische Entwicklung
Vielleicht wenn ich steht zum Job finden kann, kann ich es nicht verstanden. Wir werden im Leben immer länger arbeiten. Die Umwelt muss geschützt werden, also können wir gewisse Sachen nur machen, die Umwelt ausbilden und zu wirtschaften. Und der vierte, der Computer bringt uns Arbeitsplätze. Alles haben ein einziges grosses Vertrauensszenario, Arbeitsplätze. Und da frage ich, hat sich keine von diesen Parteien überlegt, wie können wir die 6 Milliarden ausgeben und gleichzeitig mehr Arbeitsplätze in der Schweiz schaffen. Klar, es wird zurückgeflossen mit dem Service oder so, aber wie wäre es mit einer Erzählung, ob es noch bleibt? An den Schulen, wo du hast, die du erwähnt hast, oder an den Universitäten, Leute anzüchten, die das tun. Sag ich mal, wie wir mit dem Leopard eine Wahlbeine bekommen, selber machen. Dann sind wir auch sicher, dass quasi dein Stubnetz-Virus drin ist, oder sonst irgendeine Zeugfunktionalität. Dass wir einfach dort auch finden, ob es die Schweiz ist, ich muss es selber machen. Ich weiss, der Herr Merz hat gesagt, ja, wenn man fix, das Produkt ist günstig. Und das ist auch eine Frage. Wie? Ja? Das ist auch eine Frage. Ja, nein, meine Frage ist jetzt quasi, so gehen wir davon an los, weil wir können das von der ganz anderen Seite, dass wir klar den Leuten sagen, 6 Milliarden, da werden Arbeitsplätze geschaffen, Know-how geschaffen und wir kommen als Land weiter. Das ist ein Statement. Wenn jemand das ganz kurz dazu ist, oder wenn wir weiter an der Frage, wo wir euch interagieren können. Nächste Mal, sehr interessant. Danke. Voilà. Ich muss sie nicht vorlesen, auf, vom VGS können sie abladen, allein die Investitionen, wie viele Arbeitsplätze das wird geben, die 6 Milliarden, und wo die werden kommen und auch wie viel investiert wird, zum Beispiel allein 490 Millionen wird investiert in die 3-4 Luftwaffenstützpunkte in den Gemeinden, in den Regionen. Und wir haben jetzt gerade in dieser Covid-Krise 40 Milliarden ausgeben, um überhaupt Arbeitsplätze können weiter zu erhalten. Also die 6 Milliarden würden jetzt einlangen, und da halte ich es jetzt auch mit der Kollegin Doris Chiara, wir können jetzt eigentlich gegen das andere ausspielen, also das eine tun und das andere nicht lassen. Weil wenn wir eine kriegerische Krise bei uns haben, wie wir auch jetzt die Gesundheitskrise bei uns haben, dann nachher sind die Arbeitsplätze leider alle auch wieder gefördert. Und darum müssen wir eigentlich die Ursachen schon am Anfang versuchen, das ist eine Diskussion, die wir auch sehr hoch führen. In der Partei natürlich die Angst, dass die Digitalisierung Arbeitsplätze wegnimmt, aber auch die Chancen, die das hat, dass wir wieder ganz viele neue Arbeitsplätze entstehen. Vor allem im Green-Tech-Bereich oder wenn es um eine neue Energie geht. Ich bin überzeugt und optimistisch. Es gibt wieder ganz viele neue Arbeitsplätze, aber gewisse werden verschwinden. Jetzt mit den Anschaffung von Kampfjets, ich möchte wirklich mal schnell auf Offset kommen, oder? Das ist ja ein interessantes Thema. Am meisten hat das Parlament genug und den Offset-Paragraph geschrieben. Also wie viel Offset sollen wir auch machen mit dem Geschäft? Oder? Wie im Bundesrat haben 40% vorgeschlagen in dem Parlament. Es war dann auf 80% und dann haben sie von 60% geeignet und so weiter. Das finde ich, natürlich finde ich es gut, wenn unsere Industrie davon profitiert, von so einem grossen Geschäft. Nur, übergibt man dann die Industrieförderung in fremde Hände. Eine ausländische Firma bestimmt dann, welche Firmen bei uns zum Kommandokurs kommen. Das ist für mich ungezielt, die Industrieförderung. Dann möchte ich das lieber gezielt machen. Das ist die Subventionierung, das tut mir leid. Und Offset, das wissen Sie ja, Offset verteuert die Anschaffung. Oben ist man mit den entschiedenen Zahlen, ob es 10% oder 20% sind, das ist nicht etwas. Zwischen Offset die Tür. Also ich finde das nicht so eine gescheite Sache. Ich finde, das Geld hätte entschieden, gerade direkt ins Schnitt. Ich würde gerne alle Worte mehr machen. Ich würde sagen, ja, das ist eine Frage, für mich gut, das Wort ändern. Was heißt das? Das heißt, in 1930 hat jeder mal an Frieden gelernt. Kein Mensch hat irgendwann einen Krieg gedacht. 9 Jahre später ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Das ist nicht effizient. Ich habe es nicht gesagt, ich habe doch gar nicht gedacht, der Welt ist schon von diesem Ort. Danke, danke. Ich verstand die Position von der Marionna Schlatter gut. Ich
Einsatz und gehen mit ihrer SP Alternativprojekte evaluieren. Ehrlicher wäre es doch, Frau Seiligrath, wenn Sie sagen, Sie wollen überhaupt keine Luftwaffe, Sie wollen überhaupt keinen Schutz, Sie wollen überhaupt keine Armee. Für mich ist die Position unglaubwürdig. Wenn man eine Armee will, dann nachher braucht es einen Schutz, braucht es alle Teile. Aber ich sehe einfach das Lavieren bei Ihnen, nicht nur bei Ihnen persönlich, sondern bei der SP. Ist die SP für die Armee oder ist sie nicht für die Armee? Und wenn Sie sagen, Sie sind nicht für die Armee, dann ist klar, okay, dann wissen wir es. Aber ich habe das Gefühl, Sie eiern ein bisschen umeinander und wir müssen sagen, ich bin die Armee, ich bin für die Abschaffung. Danke. Aber die Lektion erteilen, was genau technisch sinnvoll ist.
Die Steigerung von 1,4 Jahr für Jahr ist genau die Steigerung, wo man auch davon ausgeht, dass die Ausgaben so oder so vom Gesamtbund werden steigern. Das heisst, dass prozentual wird das gleich bleiben in den nächsten, wie viel haben wir es gehabt, 15 Jahren, glaube ich. Also einfach, dass wir die Relationen sehen, wo die Schweiz steht, was sie für Sicherheit ausgibt. Das ist ein Pipifuchs, meine Damen und Herren, im Vergleich zur Gesamtwelt und zu Nachbarländern sowieso. Also von dem her finde ich das Geldargument ist ein falsches Argument. Oder wir haben noch was der Ethik. Was ist die Ethik? Du, zwei Sätze nachher, bin ich gespannt, vor allem auf die Frage aus dem Publikum. Man muss einfach wissen, oder die CSR-Studie zeigt, dass ja in der Bevölkerung 80% der Bevölkerung nicht mehr Geld ausgeben wird. Also sie wollen nicht eine Aufrüstung haben. Ich finde es schon an dieser Stelle schon wichtig, dass man das erwähnt, weil da ja eine Mehrheit dafür ist, dass man mehr Geld bekommt in der Armee. Ich würde gerne die letzte Frage mitnehmen. So eine Frage wird kurz sein, dann haben wir die Chance, noch eine Völkerfeste zu haben. Bitte schön. Ich würde gerne zwei Punkte machen. Erstens, was passiert mit den 6 Milliarden, wenn die Abstimmung nicht durchkommt? Zweitens ist ja eines der Hauptargumente der Gegner, ist, dass der ENA das Geld in die Cyberabwehr investieren und so. Da mir sagt ja nicht, dass wir nicht investieren in Cyberabwehr, weil wir nicht überall investieren. Man kann ja beides investieren. Aber wer hat diese Frage? In der einen Gegner. Ja, also, zeigen, wie die Mittel geteilt werden. Oder? Tatsächlich ist einfach, dass der allergrößte Teil der finanziellen Mittel in den nächsten Jahren investiert wird für das Szenario konventionelle Krieg, also Luftwaffen, Bomben, Panzer und all diese Sachen. Und alles andere ist, wenn man es prozentual finanziell anschaut, ich weiß schon, dass Flugzeuge mehr kosten als anders, bin ich natürlich raus. Aber wenn man so das Ganze anschaut, dann ist das für mich angesichts von der Bedrohungslage, wo ja all die Berichte sagen, sicherheitspolitische Berichte, oder der Risikobericht ist es nicht angemessen, die Zeitpläne nicht. Ich würde dem Zelia gerne das Wort geben, was passiert, wenn die Abstimmung abgelehnt wird. Falsch jetzt nicht hören, weil das ist ein Teil. Das ist hier politisch gemeint. Ich frage mich, ich bin hier bei euch oder auch bei uns, dann wäre ich dann zum Zeitpläne abgelehnt. Cyberunfall ist in 2007 koordiniert. Das erste und zweite Jahr in der Bornholmer Zeit und 100 Stellen investieren in Cyber. Cyber hat eine Haufen Facetten. Man hat vorhin gehört, Cyberkriminalität ist nicht eine Aufgabe der Armee. Man muss die Armee können mit diesen Cybermitteln. Erstens muss sie sich selber können schützen. Für das ist das Programm auf Italien mit den 3 neuen Rechenzentren und im Führungsnetz Schweiz. Das ist ein Netzwerk, das völlig abgeschirmt ist, da gibt es keine Verbindung des Internet. Das ist die Basis nachher, wo dann das System von der Luftwaffe durchgeführt wird. Dann muss man mehr können, aktive Cybermaßnahmen machen. Das kann sie heute schon. Sie kann einfach nicht so viel parallel machen. Viel wichtiger als Qualität, oder Quantität schon, ist Qualität. Und die Qualität, die können wir immer prüfen. Wir können mit anderen Ländern in Test. Wir sind in Estland gewesen und haben uns mit anderen Armeen gemessen. Und die Schweiz ist immer noch so ein guter Mittelfeld. Also wenn man dann die anderen Truppen kann zuteilen, wenn man in den Einsatz geht, dann hat es noch nicht die Seilkraft des Zeitoperationen, einfach komplexer. Cyber muss in Zukunft überall drin sein. Also man könnte mit den mobilen Cybermitteln, man kann subsidiär, wenn man es jetzt subsidiär gemacht hat im Fall von Corona, könnte man kritische Infrastrukturen unterstützen. Das ist der Plan, aber dann der langfristig. Und da sind wir gut unterwegs und ich sage nicht, wie wir das umsetzen. Das ist auch nicht die Idee. Das tun wir niemandem verraten. Das Wort, das Wort, das Wort, das Wort, ja, das ist gemacht. Ich habe noch etwas ergänzen, was ich leider nicht gesagt habe. Es gibt ja Cyber-Reisen, meine Damen und Herren. Das finde ich grossartig. Da bilden die jungen Leute sicher sehr zukunftsträchtig für etwas aus. Und im Übrigen ist Cyber, der Florian
Ich finde es super, wenn die SP natürlich mit ihren Parteigeldern Geld rausgibt für Studien, die unsere Armee unterstützen. Was mich wundernimmt, wir haben am Anfang von Herrn Oberstmerz gehört, dass sie die verschiedenen Szenarien, die eine Luftwaffe muss können, darauf antworten. Die Studie, die wir gemacht haben, zeigt, dass eigentlich das, diese Aufgaben können erfüllt werden, ja oder nein. Wenn nicht, wo nicht. Und das andere ist, würde ich natürlich auch wundern, wenn ihr schon das ganze Aufwand bleibt, hätte das sicher an der Armee übergeben und dann ist das auch geprüft worden. Und dann würde mich nachher eigentlich auch die Einschätzung auf der Seite von der Armee interessieren. Mit dem Peter Merz. Also, wer schwer die Bedingungen mit dem Mikrofon, ich probiere es so. Mhm. Ich bin jetzt sicher, ob ich deine Frage vollständig verstanden habe. Also wir haben, wie Sie gesagt haben, in den 8 Flügen haben wir das ganze Spektrum überprüft, was in der Schweiz könnte vorkommen. Also eben all die Sparten, Luft, Polizei, Dienstverteidigung, Verteidigung, Nachtflug, Allwetterflug und so weiter. Und wie ich dann gesagt habe, ja, es haben alle erfüllt. Jetzt müssen wir die Auswerte gewinnen. Es müssen alle erfüllen, sonst ist es notwendig. Das sind unsere Aufträge, die wir haben. Und wenn Politik nicht mehr geht, dass wir die Aufträge ausführen, dann müssen wir auch nicht ändern. Wenn wir nicht haben, dann müssen wir die Aufträge ausführen. Also klar, hier ist eine Frage, die auch abgelenkt worden ist. Sie reden immer noch von Einzelteilen. Wie tun Sie das Spektrum, das auch in der Verfassung steht, das Schutz von Leuten und Land, wie tun Sie das mit Ihren Ideen sicherstellen? Das hat er aber geschlossen. Viel mehr Kampfschiffe.
jetzt die moderne Wort der Präsident von der Bankkommission, der das Ganze initiiert und organisiert. Er hat noch die schönste Aufgabe von Abend, nämlich Geschenke verteilen und allen anderen noch einen schönen Abend. Bevor ich zur Preisverteilung komme, möchte ich Hans-Jarl Bösch danken, unserem Parteipräsidenten, mit seiner Frau von der Geschäftsstelle, von der Anlass und uns ganz gut unterstützt haben. Herzlichen Dank. Und ich möchte auch all meine Kommissionsmitglieder ganz herzlich danken, die mich immer schön unterstützen, dass wir das machen. Und jetzt zur